Willkommen bei ZDF Kultur, dem Sky des kleinen Mannes. Schieben Sie sich einen saftigen Karpfen in die Mikrowelle, holen Sie sich doch eine Scheibe Hackbraten aus dem Eisfach oder schlecken Sie doch ein wenig an einem handwarmen Butterblock, denn heute wird es wieder richtig spannend bei Roche und Böhmermann. Denn es dreht sich auch diese Woche wieder mal alles um die Frage, wer sagt als erster irgendetwas Niveauloses mit untenrum? Tittenarsch, Fick, Eierrasur, geil, geil, Knackarsch, Onani. Mein Name ist Charlotte Rausch. Mein Name auch. Und zusammen sind wir Rausch und Böhmermann. Wir haben heute drei musikalische Gäste und wir... Bisschen viel, ne? Bisschen. Hast du die Platten gehört? Nee. Muss man aber auch nicht, jetzt ehrlich, für ein Interview in der Talkshow. Fällt doch nicht auf. Fällt nicht ab. Als ich zu Gast in der Sendung war, da saß ich da, wo der Max Herre jetzt sitzt. Also ist mit Abstand der beschissenste Platz. Ja. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei ZDF Kultur und im zweiten deutschen Internet. Hallo zu unserer Sendung. Wir haben ganz wunderbare Gäste heute hier. Mit ihm steht die Zeit still. Er ist von hinten wie von vorn Esperanto. Max Herre! Immer wenn es regnet, bin ich in der Sendung. Sie ist smooth wie Kamasutra, sonst hört uns ihre Mutter. Hier ist von Kopf bis Fuß tätowiert die Frontfrau von Jennifer Rostock, Jennifer Weist. Ach, die kenne ich. Ist die nicht von Juli oder Silbermond? Hasenscharten können so sexy sein. Ferris MC! Er kennt sich bestens aus mit Toten und den Lebewesen, die auf ihnen herumkrabbeln und ist deswegen vorzüglich geeignet, um heute unsere Runde fast zu komplettieren. Der Leichenforscher, forensische Leichenaufschnibbler und Insektenexperte. Jetzt halt doch mal die Fresse. Ja, ist okay. Das ist Disrespekt gegenüber Marc Knopf Benecke. Knopf drücken. Dr. Marc Benecke. Also sind doch schon viel zu viele Leute am Tisch. Ich meine, muss dieser Quatsch mit diesen Rheinfahr-Promis jetzt wirklich auch noch sein? Also... Er ist Autor von Hunderten von Büchern, Schauspieler in Tausenden von Filmen, mein großes Vorbild in jedem Lebensbereich und Lebemann, Peter Berling. Heute ist eine sehr aufgeregte Stimmung, ja, auch schon Backstage, ne? Alle sind aufgeregt. Die meisten sind eigentlich tätowiert. Ferris ist tätowiert, Dr. Marc Benecke ist tätowiert, Jennifer. Bist du tätowiert, Max? Gar nichts? Sag ich nicht. Also Max ist tätowiert. Hat er mir vorhin schon im Auto gezeigt. Alles was denn? So ein Tweety in der Leiste oder was hast du? Nee, so einen durchsichtigen Bären. Panda-Bär. Ein Panda-Bär. Der ist ein Teufelchen, der hat so ein ausgewaschenes Teufelchen auf der Schulter, habe ich gesehen. Und Herr Berling, sind Sie tätowiert? Überhaupt nicht. Bist du denn tätowiert, Jan? Herr Berling und ich sind die Einzigen, die nicht tätowiert sind. Ja. Du auch, oder was? Ja, ich bin auch tätowiert, aber weil ihr so viele Tätowierungen... Wir sollten untenrum sagen. Ich bin nicht tätowiert. Du wärst auf jeden Fall gut für so einen Arschgeweih. Ich habe es extra abgedeckt, damit wir nicht zu viele Tätowierungen haben. Ach so, eine Sendung viel mit heute. Sehr vielen körperlichen Menschen. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, sich zu Hause sagen, so schön wie die Gäste bei Rusch und Böhmermann und wie die Moderatoren, sind wir alle mal. Es gibt eine Möglichkeit, in dieser Runde teilzunehmen bzw. bei uns mitzumachen, wenn Sie schön sind und einen Screentest aufnehmen. Das ist dann ein Filmchen, der ungefähr so aussieht.
Wenn Sie also einen Screentest von sich aufnehmen, also eine Minute lang vor der Kamera sitzen, nichts machen und das einschicken an uns, an die Adresse zdf@roschundböhmermann.de, dann suchen wir den Schönsten aus und dann darf derjenige hier irgendwas machen. Im Purzelbaum sich nackt ausziehen oder sich tätowieren lassen vielleicht. Ja, hat man das jetzt vernünftig erklärt mit diesen Screentests, dass man sich einfach schwarz-weiß filmt oder auch in Bund und wie man das schwarz-weiß? Hat man das verstanden? Ja, hat man verstanden. Ja. Du redest aber stimmt so die Adresse? Schnell. Die Adresse ist doch gefaked. zdf@roschundböhmermann.de. Aber keiner weiß, wie Rosch geschrieben wird. Wie man spricht. R-O-S-C-H. Es ist eingeblendet. Es ist jetzt hier eingeblendet. Hier. Herr Berling, Sie machen schon ganz lustige Gesichter. Immer wenn der Jan Böhmermann spricht, gucken Sie so. Warum? Wie? Ich bin alles völlig ungewohnt für mich. Ja, ne? Ja. Vor allem, ich bin so ganz ruhige Atmosphären gewohnt. Ich rutsche mal kurz das Mikrofon näher an. Ja, das will nicht näher, das will nicht näher. Ich will nicht näher. Geht nicht. Ich muss näher. Ja, es geht nicht. Ja. Also jetzt. Sie müssen sich so buckelhaft davor setzen, bitte. Wir können das auch. So, jetzt geht's besser, ja. Okay. Ja. Also die Frage nochmal. Warum Sie so komisch gucken, immer wenn Jan Böhmermann spricht? Weil ich das alles nicht gewohnt bin. Ja. Ja, ich kann auch komisch gucken. Sind Sie nicht oft im Fernsehen? Möglichst wenig. Also wir kennen Sie ja. Das zählt nicht. Kluge zählt nicht. Ach, das zählt wieder nicht, ne? Nö. Da, wo wir Sie herkennen. Aber ja, für alle unsere Zuschauer, die sind ja alle irrsinnig jung und dumm. 16-Jährige gucken. Hauptsächlich sehr dumm. Sind sehr viele dumme Zuschauer bei ZDF. Ja. Leider, leider. Ja. Hey. Wir können nichts dafür. Nicht an euch. Das liegt nicht an uns. Das liegt am Fernsehen. Deswegen haben wir einen schönen Einspielfilm gemacht, der den jungen, dummen Zuschauern Sie etwas näher bringt. Uiuiui. Schauen Sie mal. Wer ist eigentlich dieser eine freundlich verrückte, voluminöse Mann mit den irren Kostümen aus dieser verrückten Fernsehsendung, bei der man immer aufwacht, wenn man vor der Glotze eingeschlafen ist? Nun, mein Name ist William Kohn, ich bin Schauspieler und Sie können mich gegen Geld buchen unter www.william-kohn.com. Der andere skurrile Dicke heißt Peter Berling. Alexander Kluges Lieblingsschauspieler, geboren 1934, gelernter Maurer, studierter Grafiker und Designer. Der 120 Kilo Wonne Poppen lebt in Rom in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und machte über 130 Filme als Produzent oder Schauspieler. Gelegentlich wird der bärtige Ex-Tennispartner von Klaus Kinski mit Bud Spencer verwechselt. Übrigens, E-Mails liest der Mann, der schon einmal die Totenmaske von Rainer Werner Fassbinder in einem Jutebeutel durch Venedig spazieren führte, nicht. Er warte immer, bis Frauen kämen, die sie ihm vorlesen. Ich kenne Peter Berling leider noch nicht persönlich, lade den großen, korpulenten Mann der deutschen Drittanbieterfenster aber hiermit ein, einmal in gemütlicher Atmosphäre, vielleicht bei einem guten Glas Rotwein, gegenseitig die gewissenhaft eingecremten Bäuche aneinander zu reiben. Wer ist das? Das wissen wir auch nicht so ganz genau. Das ist im Prinzip unser Peter Berling. Das ist unser Peter Berling. Das ist der Mann, der läuft, wenn die Leute, die bei Rosch und Böhmermann einschlafen, wieder aufwachen. Sie sind so eine Fernsehfigur, die mich durch meine Kindheit und meine Jugend begleitet hat. Ich bin immer, wenn ich vom Fernseher aufgewacht bin, liefen Sie. Geht mir genauso. Wirklich? Ja, es passiert mir oft, wenn ich zu Besuch in Deutschland bin, dass ich im Hotel einschlafe und plötzlich frage ich auch, und das bist du doch, wer redet denn da? Und dann sehe ich irgendeine Sendung im Fernsehen, an die ich mich überhaupt nicht erinnere. Sie haben meistens irgendwelche lustigen Offiziersmützen auf oder irgendwelche Kostüme, die so aussehen, als hätte sie Alexander Kluges Frau direkt aus ihrem Kleiderschrank geholt. Nee. Da gibt es einen Kostümverleih in München und der wird jedes Mal angewiesen, einen großen Plastiksack mit Sachen zu bringen, aber es wird nie gesagt, was. Das bestimmen die eigentlich. Und den Haufen, der wird dann ausgekippt im Studio und dann sucht sich der Kluge was aus. Ich darf manchmal auch sagen, ich hätte aber gerne die Mütze. Sagt dann, ja, das ginge auch vielleicht und so. Und dann weiß ich so ungefähr, in welche Richtung die Sendung gehen wird.
Ist das denn, machen Sie sich vorher Gedanken, was Sie sagen, oder ist das, geht das Licht an und Sie erzählen einfach irgendwas, so wie wir zum Beispiel? Nein, das ist völlig, völlig improvisiert. Ich weiß also außer der Mütze, die ich aufhabe, manchmal auch eine Jacke, überhaupt nicht, wer ich bin. Dann sagt Kluge, also Genosse Oberst Krasomolski, Sie sind Chef der Moskauer Friedhöfe. Welche Probleme haben Sie denn da mit den Islamisten? Ich weiß nicht, ob man Islamisten im deutschen Fernsehen sagen darf. Aber dann heißt das, also ja, man kann nicht wirklich was lernen, weil ich dachte, man, das ist sozusagen Bildungsfernsehen. Charlotte und alles, hat ihre komplette was Sie Bildung sagen, eigentlich das aus stimmt. Ihren Sendungen. Ja, das ist. Ja. Und jetzt kommt der Gegenschuss von mir, wo ich den Kluge sozusagen auf den Arm nehme und sage: Islamisten sind überhaupt kein Problem. Die Chinesen. Ah. Und dann geht es. Und dann muss er weiter fragen zum Thema Chinesen. Also, eigentlich ist das Schieben vom schwarzen Peter. In diesem Fall bin nicht allein ich das, sondern manchmal auch er, dass man sich gegenseitig die Bälle zuspielt oder nicht zuspielt. Ist allen in der Runde Peter Berlings Arbeit bekannt? Ist jemand, weißt du, was er? Ich kenne ihn optisch. Optisch, ne? Ja. Nee, die Frage ist ja, ob das sozusagen geschichtlich fundiert ist. Ne? Das hängt von mir und von ihm ab. Ja. Also nein. Also wenn es die Islamisten nicht sind, dann sind es die Chinesen. Nee, also Sie sind ja ein gebildeter Mann und deswegen dachte ich, kann man da viel lernen. Ich bin ziemlich firm und Kluge erst recht. Und wir haben beide unsere Spezialgebiete. Also ich mehr Mittelalter und er mehr zeitgeschichtlich oder letztes Jahrhundert. Aber das stimmt das schon Hand und Fuß. Wir reden da keinen Quatsch. Was hat das mit dieser Totenmaske auf sich? Die Totenmaske, das ist eine spannende Geschichte. Nach dem Tode von Fassbinder kam eine Bildhauerin zu mir, die kurz vorher beauftragt war von einem Gremium Eckelkamp und Konsorten, sagen wir mal, eine Büste von Fassbinder zu machen. Und sie traf in der Wohnung ein am 9. Juni 1982, also am Nachmittag vor dem Tode. Und sie verabredeten sich für den nächsten Morgen, um anzufangen mit der Sitzung für die Büste. Und als sie am nächsten Morgen kam, war Fassbinder tot. Und sie fuhr dann zum Friedhof und nahm von der Leiche die Totenmaske ab. Wenigstens das. Mit so einem Gipsabdruck? Mit Gipsabdruck natürlich. Und man musste aber keinen Strohhalm mehr in die Nase stecken, weil die Leiche atmet nicht mehr. Die Leichen atmen nicht mehr? Wenn sie wirklich eine Leiche sind, wobei es immer eine Frage ist, ob man die Todeszeichen sicher erkennt. Ne? Die meisten erkennen die nicht richtig. Ja. Bei Fassbinder war das ja teilweise auch zu Lebzeiten so, dass man nicht genau wusste, ob er noch lebt oder ob er... Ja, also aber ist das nicht ein Urban Myth mit diesem, davor haben ja alle Angst, dass die lebend... beerdigt werden, aber es ist doch so schlimmes Bildzeitungswissen, oder? Naja, es geht ja darum, ob das Gehirn das mitkriegt. Aber wenn man explantiert wird, müssen die Organe natürlich noch funktionieren. Explantiert? Ja, so sagt man. Also um die Organe rauszunehmen und weiterzugeben, kann man jetzt natürlich nicht schon Fäulniszeichen haben oder so. Haben Sie einen Organspendeausweis? Ja. Ja. Haben Sie auch Ausnahmen auf den Organspendeausweis angegeben? Wir uns siezen wir uns? So. Doktoren werden erstmal gesiezt, aus Respekt. Aus Respekt. Ja, von mir werden alle gesiezt, die Abitur haben auch. Aha, verstehe. Hast du denn ein Abi? Nee. Ah, okay. Yo, Sister. Hast du auch kein Abi, Herr Dr. Wernicke? Ich kann ja nicht. Du kannst Sie haben doch Abitur. Scheiße. Sie haben doch Abitur, oder? Ja, stimmt. Ich habe mich jetzt fraternisiert. Mit Leuten, die, also was wie bescheuert sind. Sisternisiert. Mit dem gemeinen Volk, die kein Abitur haben, sich jetzt hier verbrüdert. Furchtbar. Hier ist erstmal, bevor wir weiter dumme Fragen stellen, der Einspielerfilm von diesem gepiersten, Doktor. tätowierten Monster neben mir. Laien verwechseln den 42-jährigen Star-Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke häufig mit Eva Hitler, geborene Braun. Kein Wunder, haben doch beide dem Führer die morsche Gefreitenrübe gekrault. Allerdings Eva Hitler von außen, Dr. Mark Benecke von innen. Der international angesehene Forensiker untersuchte gemeinsam mit dem russischen Geheimdienst FSB nicht nur die Schädeldecke des Braunauer Geopolitik-Genies, sondern fingerte mit seinen tätowierten Griffeln auch dort herum, wo sonst nur Großdeutschlands allererste Rufensdame ihre arische Zunge zur zärtlichen Einleitung des Herrenrassenerhaltungsaktes hineinschieben durfte, in den Mundraum des größten Feldherrn aller Zeiten. In dem 1945 übrigens mehr Brücken zu finden waren als am Rhein. Der sympathische Verwesungsfreak Dr. Mark Benecke ist Experte für Leichen und Insekten, die Leichen essen und auf ihnen ihre Eier legen.
Deutschlands einziger vereidigter Gutachter für dieses Spezialgebiet, löste mit seiner wissenschaftlichen Arbeit spektakuläre Kriminalfälle. Nebenbei ist die promovierte Media Whore Benecke Bestsellerautorin, Aktivistin bei der Partei Die Partei und Kolumnist bei Radio 1. Eine Fachfrage zum Schluss an Sie, Herr Doktor. Wenn mir beim Wasserlassen ein Würmchen aus Richtung Urinal entgegenschielt, wie lange bin ich dann eigentlich schon tot? Es ist ein bisschen witzig zum Schluss geworden. Ich möchte an diese Mats zwei Fragen an Dr. Marc Benecke anschließen. Die erste Frage. Weil wir es dazwischen fragen. Ja, gerne. Wie lange dauert es, bis Insekten den Tod eines Menschen feststellen? Ja, das geht wirklich schnell. Also wir haben jedes Jahr legen wir Schweine raus mit den Studenten, tote Schweine, die gestorben sind in der Zuchtanstalt, ja, also ja, natürlich tot. Und die kommen wirklich sofort. Das ist ganz verrückt. Wir fragen uns immer, wo die sitzen, und dann haben wir mal die Gegend durchkämmt. Die sitzen unter Blättern, in Hausspalten, überall sitzen die Schmeißlinge. Also woher die riechen das? Die riechen das. Und manchmal sehen sie es auch. Ja, also das ist echt verblüffend. Ich glaube, es gibt keinen, der das weiß. Halbe Stunde, Stunde. Nee, die können auch teilweise, also jetzt in Rom, denke ich mal, bei schönem Wetter so jetzt, können die auch nach 10 Minuten schon da sein. Manchmal denken wir auch, sie probieren es einfach aus. Also bei normalen Menschen fliegen sie dann einfach wieder weg. Und wenn jemand tot ist, gehen sie. Bei mir ist das Problem die Ameisen. Also wenn ich in der Hängematte liege, denke ich mir immer, wenn ich sterbe jetzt, dann kommen die Ameisen. Da haben Sie aber recht. Die Ameisen erzeugen aber ein ganz anderes Muster. Die Ameisen erzeugen so ein landkartenartiges Muster. Das sieht eigentlich schöner aus. Als die Fliegen legen die Eier in Augen, Nase, Ohren und Mund, dann ist das Gesicht zerfressen. Aber wenn so eine Landkarte ist, ja eigentlich was Hübsches. Ja, fänden Sie das denn nicht so gut, wenn die Ameisen dann kommen? Also wenn sie dann gestorben wären, weil ist ja egal, man merkt es ja nicht mehr. Nee, das ist nicht mein Problem. Ach so. Sondern ich wollte nur wissen, wie schnell die kommen. Ja, und die Ameisen sind ja schon da scheinbar. Also die. Ja. Die warten schon. Solange ich lebe, halte ich mir die vom Leib. Verstehe. Ich würde jetzt meine Frage nochmal stellen. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Sie sind der Älteste der Runde. Ich glaube, der älteste Gast, den wir jemals hatten. Sie sind, und am weitesten angereist. Auch noch. Auch das noch. Also Sie sind quasi der und Sie haben mit Heribert Fassbinder schon mal die Sportschau zusammengedreht. Also allein das ist schon. Nein! Mit Rainer Werner Fassbinder zusammen. Und Sie haben mit Klaus Kinski Tennis gespielt. Ja. Hat er total verrückte Aufschläge gehabt oder wie? Also schlechte. Unglaublich schlecht. Er hat sich sehr aufgeregt, ne? Lauter als John McEnroe. Nee, der Scheiße! Scheiße! Und zwar Mann! Von vorher. Nein. So nicht. Nee. Aber der war aus! Nee, im Gegenteil. Der war drin, hat er immer behauptet. Ja. Der war drin. Und Sie haben, wenn ich das mal so salopp sagen darf, Sie haben Fassbinders Verlobte genagelt. Ist das richtig, dass Sie mit der mal was hatten? Gelobte vernagelt. Will ich doch mal lieber auf die Entscheidung beim Tennis zurückkommen. Engagiert hatten wir Nasti, die Tochter, die 11 Jahre alt war, als Balljunge. Und die musste dann immer entscheiden, ob drinnen oder draußen ist. Und wenn sie schlecht gelaunt war auf ihren Vater, dann kriegte ich den Punkt immer. So. Die andere Frage beantworten Sie nicht, ne? Lieber nicht. Die ist genügend beantwortet und darüber habe ich geschrieben. Dann frage ich jetzt mal Herrn Dr. Benecke. Zum einen, wer hat Uwe Barschel umgebracht? Und zum anderen, wie fühlt sich Hitlers Kopf an? Wissen das die jungen Zuschauer überhaupt noch, wer das ist? Hitler und Uwe Barschel? Beide, die waren, glaube ich, zusammen, haben irgendwas zusammen gemacht. Hitler und Uwe Barschel waren, glaube ich, in einer Klasse. In einer Band. Welches Zimmer? 234. 213. Wie peinlich ist das denn? Keiner der beiden hat recht. Uwe Barschel lag in der Badewanne von Zimmer 827, nicht 234, nicht 213. Er lag in Zimmer 317. Zimmer 317. Und er starb an gebrochenem Herzen. Was ich mich seit 20 Jahren schon frage, ist, wer ist eigentlich dieser geheimnisvolle Roloff, den Barschel in Genf treffen wollte? Der Uwe Barschel, der war ja bei uns auch mal in der Sendung und hat ja damals wirklich keiner denken können, dass er irgendwann mal stirbt. Der war privat übrigens sehr, sehr nett. Wann ist der Quatsch hier eigentlich zu Ende? Hoffentlich bald. Damn, aber ganz knapp. Gilt. Was würde Nasti jetzt sagen? Drin. Aus! Oh. Ist da nicht gerade was Neues rausgekommen? Uwe Barschel lebt noch, ist rausgekommen. Er ist jetzt in Mexiko. Mit Tupac. Mit Tupac.
durch irgendwelche neuen Ermittlungsmethoden ist doch irgendwas Neues rausgekommen. Ja, es gäbe eine schöne Methode, wo hier diese Flasche steht. Wie wahrscheinlich die Älteren jetzt wissen, stand ja eine Flasche im Zimmer von Uwe Barschel. Und wir haben ja auch schon eine Vermutung, wo diese Flasche ist. Und das wäre ganz interessant, die Fingerabdrücke und die Giftstoffe, die möglicherweise in der Flasche sind und so weiter, sich mal anzugucken. Da sieht man mal wieder, wenn man die Spur hätte, wüsste man mehr. Die Flasche ist weg, ne? Die ist verschwunden. Die Flasche ist, ja, will ich jetzt nicht sagen, sonst verklagt mich wieder einer. Sie wissen, wo die... Ja, sagen Sie mal, wo ist die Flasche? Nein! Wer lacht da? Ist da ein Mitarbeiter dieser Firma hier, zufällig, um die es gerade ging? Mehr darf man nicht verraten. Nein, mehr darf ich nicht verraten. Das Problem ist, es gibt halt viele Lippenleser, die unsere Sendung gucken. Ist nicht so schlimm. Dann, das kriegen wir aber irgendwie hin. Geht das auch bei Rappern? Können die auch bei Rappern die Lippen lesen? Kruder Dorfmeister habe ich gehört. Kruder und Dorfmeister. Die stehen bei Kruder und Dorfmeister im Schrank. Was haben Sie denn da für Tiere mit, bitte? Ach, hier sind Tiere. Hier sind meine beiden. Können Sie vielleicht in die Mitte legen, da sieht man die. Ja, selbstverständlich. Die Jennifer und ich, wir haben die schon voll lieb. Super süß. Ja. Das sind zwei Fauchschaben, ein Männchen und ein Weibchen. Damit Fauchschaben? Ja, die können fauchen und das sind meine Haustiere. Und die Männchen sind die mit den Hörnern, habe ich gehört. Cockroach und Böhmermann. Max Herre stöhnt schon. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Der hat sich ganz lange ausgedacht. Sind die denn teuer? Oder dürfte ich jetzt einfach so bam ein? Der Wert des Lebens hängt nicht davon ab, wie viel das in Geld bemisst, sondern wie lieb man Tiere hat und wie sehr man die Schöpfung schätzt. Also hast du diese Dinger denn lieb oder dürfte ich einen jetzt nur für die Show kaputt haben? Nein. Ich habe die sehr lieb, aber das ist für dein Karma hat dich dann nicht mehr lieb und deswegen ist es scheiße. Glaubst du an Karma? Ich könnte mir vorstellen, warum hältst du das Mikrofon so komisch? Damit man mich besser hört als dich. ist das nicht auch so ein unten Rumhaltung irgendwie. Für Ihre dreckige Fantasie kann ich nichts. Ah, okay. Also die Schaben trinken jetzt übrigens Whisky. Das ist gut. Nee, das ist nur Wasser. Das ist Kondenswasser vom Whisky. Ach so, was war die Frage? Wie sich Hitlers Kopf anfühlt. Hitlers Kopf ist relativ leicht. Ja, und zwar kein Wunder. Ja, nee, weil durch die Hitze. Durch die Hitze ist das Gewebe teilweise so ein bisschen von einer abgeplatzt und ist halt ein bisschen dünn und leicht. Wie kam das denn dazu, dass Sie Hitlers Überreste untersuchen? Ich habe keine Ahnung. Sind das überhaupt die echten Überreste? Ich glaube schon, dass die Zähne sind haargenau gleich wie die Zähne, die man auf den Röntgenbildern sieht. Erstens. Zweitens gibt es auch noch Aufzeichnungen aus den Lagern, wo die Leute, also der Zahntechniker und so, gefangen waren. Die sind völlig unabhängig gemacht worden. Und drittens gibt es auch Berichte über Hitlers Zähne einfach. Also die wurden alle, und zum Beispiel seine Offiziere haben ja erzählt, dass er so starken Mundgeruch hatte. Und man sieht auch warum, weil das der ganzen Knochen zerfressen war und das halt sehr stark gerochen hat. Also es gibt viele unabhängige Berichte. Die arme Berichte. Eva Braun, ne? Die arme Eva Hitler. Zum Schluss Eva Hitler. Nicht Eva Braun, ist nicht richtig. Ja, aber es ist nicht gesagt, dass sie sich geküsst haben. Die Haushälterin hat nur erzählt, dass sie Geschlechtsverkehr hatten. Aber ob sie sich geküsst haben dabei, weiß ich nicht. Also was für ein Geschlechtsverkehr? War Hitler ein Missionarstellungstyp oder ist das so ein... Das hat sie nicht gesagt, die hat sich ganz doll geschämt. Aber alles, ich behaupte mal, dass Dr. Marc Benecke alles darüber weiß. Ich weiß zumindest das, was die Haushälterin erzählt hat. Ich muss trotzdem von anderen Leuten am Tisch Vorstellungsfilme zeigen. Ich moderiere die heute. Doch, ich möchte das und ich muss das auch. Letzte Woche hat Jan alle Vorstellungsfilme weil Charlotte zu viel Ibuprofen genommen hat und nicht in die Pütte kam. Das ist die Strichliste hier übrigens. Bist du sicher, dass es Ibuprofen war? Für Jan war Ibuprofen. War Ibuprofen. Ja, also habt ihr so wie Geschwister-Eifersucht? Total, ja. Natürlich total. Absolute Konkurrenz. Seid ihr Geschwister? Wir sind Geschwister. Nein. Deswegen macht der Sex so viel Spaß. Ja, verstehe. Hier ist der Vorstellungsfilm von der anderen Frau am Tisch. So ein bisschen auch für die Regie, dass sie denken, oh fuck, wer? Mit Mieze, der Sängerin von Mia, teilt die volltätowierte Piercing-Braut Jennifer Weist das Schicksal, dass der Name der Band, der sie als Sängerin vorsteht, fälschlicherweise für ihren eigenen gehalten wird. Jennifer Weist heißt aber Jennifer Weist und nicht Jennifer Rostock. Jennifer Rostock heißt ihre Band, eine Fräulein Wunder Deutschpunk-Gruppe aus der DDR, mit deren größten Hit »Du willst mir an die Wäsche« sie es 2009 sogar bis zur GZSZ geschafft hat. Und nein, die 25-jährige schuhvernarrte Jennifer Rostock-Sängerin Jennifer Weist kommt nicht aus Rostock, sondern von Usedom. Genau, jener deutsch-polnischen Ostseeinsel, die 2012 bundesweit traurige Berühmtheit durch die Beherbergung des ganz klar menschenrechtswidrigen ZDF-EM-Studios mit Katrin Müller-Reichsparteitag und Oliver Wiesenhof-Brutzler erlangt hat. Mit ihrem Hund Whisky lebt die Exil-Zinnowitzer Sechskanone Jennifer Weist zum Glück heute in, wo sonst, Berlin.
Sie war schon bei Lanz und im ZDF-Fernsehgarten. Jennifer Weist ist demnach demoralisiert genug, um sich sogar in die drittversauteste Titteneier-Kotze-Balla-Balla-Sendung des ZDF nach Aspekte und Mona Lisa zu setzen. Hallo bei Rocher und Bönerna, Jenny. Diesen ganzen Udo Lindenberg-Featuring-Gedöns mitgemacht. Wie ist denn der Moment, wenn man da angerufen wird und angefragt? Wie war das bei dir? Nee, Udo hat mir ja eine SMS geschrieben, das ist das Lustige. Ihr seid per Du. Der hat natürlich deine Handynummer. Ja. Angeber. Nee, wirklich, es ist wirklich so. Wir schreiben uns wirklich öfter mal SMS. Wenn er zum Beispiel schreibt, ey Jenny, geile Platte geworden, hier wieder Platin und so. Das schreibt er auch in der SMS, ja, so wie er spricht. Ich kann dir das zeigen. Ich habe mein Handy dabei, ich kann dir das zeigen. Ich sage, ne, warte, pass auf. Warte, dauert kurz. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht in der Zwischenzeit. Da muss ich nur oben mal Udo eingeben und dann. Du, dann geht das schon. Ich war auch in dieser, ich war da auch bei Unplugged. Ich habe auch ganz viele SMS. Ich habe sogar schon mit ihm gesprochen, da gab es noch keine Handys. Und ich danke dir, unser Song ist Geilomatic. Happy New, voll auf die 12. Und Moment, hat er geschrieben. Und ich danke dir, unser Song ist Geilomatic. Happy New, voll auf die 12. Komisch, hat mir der Udo genau die gleiche geschickt. Ah, mir auch. Ach, wie witzig, mir auch. Mir auch. Und wann ist die SMS denn? Hier bist du so eine SMS-Aufheberin. Das war 1.1. 2012. Udo Lito. 2012. Wichtige hebst du dann auf. Wichtige SMS nicht. Ich hebe alle auf, dass ich habe ein iPhone, da kann man ja, puh. Oder du kriegst nicht so viele. Jeden Scheiß bewahrst du auf. Ja. Sinnlose Sachen wie mein Zug hat Verspätung. Udo Lindenberg, genau. Nee, aber warum soll ich das löschen? Nee, ich lasse einfach drin, aber Ferris und ich sind nämlich gelangweilt. So sieht es nämlich aus. Oh. Ja. Ich dachte, du bist heute aber nicht wegen deiner Geschichte. Ich habe erklärt, du bist heute der nette Typ, der neben mir sitzt und du bist der Assi heute. Ja, wir haben Rollen getauscht. Wie sieht's aus? Ja, ich habe die letzten Sendungen gesehen und dachte wirklich immer die ganze Zeit, boah, was bist du für ein Assi? Ehrlich, wirklich. Mhm. Welche hast du denn geguckt? Wo war der ein Assi? Ja, zum Beispiel, wo die Brit war. Das hatten wir vorhin auch schon. Was ein Assi. Ja, aber du machst ja auch nicht so verwerfliche Sendungen wie Brit. Deswegen hat er ja noch keinen Grund, dich fertig zu machen. Nee? Nee. Schade. Reden wir doch mal mit Ferris MC. Ey, Ferris. Willst du erst was sagen oder erst deinen Einspieler sehen? Alter, da werde ich bestimmt auch derbe durch den Kakao gezogen. Nein, durch den Kakao gezogen überhaupt nicht. Das ist Whisky nur ein Nein, das ist gar nicht so, wirklich. Gleiches Recht wirklich für alle. Weiß jemand, wo die zweite Schabe ist? Nee. Nein. Okay. Da. Okay. Ach, da hinten. Entschuldigung. Paaren die sich eigentlich gar nicht, wenn die jetzt hier so sind? Die sind nicht aufgeregt geil im Licht. Wenn es dunkel wird, Charlotte, wenn das dunkel Licht jetzt... Ich würde die mal in Sicherheit Ach so, wenn es dunkel ist, würden die sich jetzt... Ja, auch vielleicht. Möchtest du deinen Einspieler denn sehen, Ferris? Musst du nicht. Nee, wir können den auch nicht zeigen. Nächste Lass mich Woche mal überlegen. Für jemand anders zeigen. Wäre das erste Mal, dass ein Einspieler nicht gezeigt wird? Ja. Nee, stimmt nicht. Wir haben schon mal einen nicht gezeigt. Warum? Denke ich mir jetzt aus, stimmt nicht. Also ich habe meinen auch nicht autorisiert, oder? Meiner ist nicht autorisiert. Nee, kein Einspieler ist autorisiert. Wir sind ja nicht bescheuert. Ich denke, ich werde es überleben. Mach. Jo, ja. Mats Yo. Ab. Ferris MC, bitte. Schon mit 12 hat der kleine Sascha Reimann Interesse an Rap und fette Bässe. Der 1973 in Neuwied geborene und in Kiel, Neumünster und im Bremer Schickimicki-Viertel Osterholz aufgewachsene Punk-Fan Sascha lernt im Schatten der Hochhäuser Tenevers, Emo und DJ P kennen und gründet mit ihnen Anfang der 90er Jahre die Hip-Hop-Gruppe Freaks Association Bremen FAB. Sascha heißt jetzt Ferris MC und tritt bei Viva und MTV auf. Immer mit dabei Drogen. Eben jene und erhebliche Differenzen machen aus dem FAB-Mitglied Ferris bald einen Solokünstler. Mit Afrop ist Ferris Reimemonster, Teil der Mongo-Clique und als Neumitglied bei Deichkind bleibt er seinen Wurzeln treu. Dazwischen liegen ein paar Misserfolge und Drogen. Mal wieder. Doch Ferris, jetzt 39, spielt auch Schau und das sogar critically acclaimed. Sein Traum, einmal in einem Film von Fatih Akin mitspielen. Ja, dieser billige Einspielfilm ist wahrlich zu kurz, um alle Facetten von Sascha Ferris Reimann abzubilden, der nach eigener Aussage, ich zitiere,
bei Pornos nur auf die Frau achtet, weswegen er es in Ordnung findet, wenn die sich schön machen. Schlagen Sie Ihre Hände zusammen, über den Kopf oder vor Ihrem Körper, für einen der bedeutendsten Frauenrechtler der Gegenwart und Inhaber eines bewegten Lebens, Ferris M.C. Also, man hört am Johlen des Publikums, und die johlen echt nicht bei jedem, dass das schon eine ganz okay Würdigung deiner bisherigen Lebensleistung war. Ja, fand ich lustig. Ja, ein paar Sachen waren verdreht, aber... Was ganz gnadenlos, was stimmte nicht? Ich bin 38. Auch heute am 9.9. bist du noch 38? Genau, ja. Ich werde erst am 2. Oktober werde ich erst 39. Also erst in einem Monat. Genau, man ist ja echt nur sehr eitel. Und achten nicht eigentlich alle Männer in Pornos nur auf die Frauen? Ja, ich weiß nicht, wann ich die Aussage gemacht habe. Das muss 15 Jahre her aber gewesen sein. Aber es verfolgt dich, ne? Mittlerweile bin ich verheiratet, also achte ich natürlich nur auf meine Frau, ja? Und drehe mit ihr die Pornos. In Pornos? Nein. Guckst du keine Pornos mehr, nur weil du verheiratet bist? Er hat doch die ganze Zeit von seiner Frau gesprochen, weil sie heute Geburtstag hat und er nicht da sein kann. Das klingt jetzt zwar langweilig, aber es ist wahr. Ich brauche keine Pornos mehr, nee. Das heißt, früher brauchtest du sie? Ja, klar also, brauchte ich die früher. Ja. Schließlich war ich labiler Jugendlicher. Also ich brauche trotzdem noch der Pornos. Irgendwie ich kaum eine abgekriegt hat, so trotz seiner Rap-Karriere. Und da brauchte ich natürlich Abwechslung. Gibt es das eigentlich mit den Groupies nach Konzerten? Da hört man immer von. Stimmt das? Ja, da hört man immer von. Aber. Aber es stimmt gar nicht. Ja, das würde mich bei Jennifer interessieren. Nee, ist bei Max interessant. Nee. Also Max, pass auf. Genau. Max, also ich will, pass auf, Max. Also Moment. Mein Freund hat sogar zu mir gesagt. Der Jan möchte gerne was sagen. Bitte, der Jan. Du siehst schön aus dem Schlaf. Mein Freund hat sogar zu mir gesagt, wenn ich hierher komme, sag bitte dem Max, dass ich ihn unglaublich attraktiv finde. Mein Freund hat das sogar gesagt. Dankeschön. Jetzt sag du doch mal Jennifer. Nee, ich habe nicht so viele männliche Fans, deswegen. Ach so. Schönen Gruß an meine Jungs. Würdest du das ja machen, wenn sich jemand anbieten würde? Also wirklich, Moment mal. Was? Deine Bandkollegen schlafen mit weiblichen Fans und du musst. Nur einer. Nur einer. Einer ist der, wer denn? Einer ist nicht liiert, der weiß schon wer. Das sind immer die Bassisten. Ja. Das coolste Instrument. Sau gut. Ja, das sind wirklich das immer sind die so ruhig und hinten und ach, ist der süß und der sagt auch nicht so viel. Aber glaubst du nicht, dass alle so Frauen eher ein Problem damit haben, mit männlichen Groupies zu schlafen und alle Männer, die auf Tour sind, egal was sie sind? Ich kenne viele Autoren, Schriftsteller, die bumsen sich durch ihre Fans durch. Wer denn, Charlotte? Charlotte, wer denn zum Beispiel? Nee, der ist nicht mehr gut genug im Geschäft, den will keiner. Was, Momentchen mal. Ey, das hätte ich jetzt aber... Helmut Kohl ist zu alt. Perverses Schwein. Bitch. Das ist doch für Frauen schwieriger, oder? Ja, ist es auf jeden Fall. Ja, aber ich würde der einzige Schriftsteller in der Runde hier. Ja. Das wäre jetzt nochmal... Nach Charlotte. Ich hab's gesagt. Ich würde ganz kurz mal eben zum Reinigen der Luft den Einspieler von Max Herres spielen, bitte. Ich muss die ganze Zeit pinkeln, aber ich gehe so lange auf Klo. Ja, Max Herres Einspieler jetzt. Also, Auszeit. Mit dir steht die Zeit still. Du bist, was ich will. Spürst du, was ich fühl? Denn was ich fühl, ist real. Es ist mehr als nur ein Spiel. Ich lieb deinen Stil, deinen Sex-Appeal. Komm, relax mit mir. Wegen diesen von Max Herre herzerweichend genuschelten Rap-Zeilen an Joy Denalani hat Roche und Böhmermann-Produzent Philipp Käsbohrer bis vor gar nicht langer Zeit an Liebe auf den ersten Blick geglaubt. Max und Joy, das perfekte Paar. Diese Locken, süße Kinder, einfach von hinten wie von vorne, perfekt. Doch dann das. Die Scheidung 2007. Der Ex-Freundeskreisler, Geburts-Stuttgarter Architektenkind und Hippiesohn Max Herre und die wundervolle Joy machen solo weiter. Max Herre, der freundliche Nuschel-Rapper, veröffentlicht zwei Singer-Songwriter-Solo-Alben, dann eine Achterbahn der Gefühle, kommt er wieder mit Joy zusammen.
und nimmt für sein aktuelles drittes Soloalbum Hallo Welt einen Song mit dem stark furchtbaren Jammerlappen Philipp Poisel auf, was unserem in Sachen Hip-Hop sehr eigensinnigen Sensibelchen Philipp Käsbohrer abermals das steinerne Produzentenherz bricht. Hey Max, wird das mehr als nur ein One-Night-Stand oder willst du uns nur haben, um deinen Homies davon zu erzählen? Ja, süß. Na, das Tolle ist, ich habe Marc vorher die Sendung erklärt und habe ihm gesagt, okay, es geht so in dem Einspieler um die Achillesferse und ich habe ihm 1:1 diesen Einspieler gemacht. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ne? Ja. Also, ist das deine Achillesferse? Es ist auf jeden Fall das, wo die Leute drauf rumreiten, ja. Definitiv. Ja, und es ist, was es ist. Also ich kann es sehr vorhersehen, dass es kommt. Und es ist natürlich eine Reduktion. Aber bei jedem, jeder wird reduziert auf die größte Scheiße, die der im Leben gemacht hat. Und das ist meine Ehe mit Joy Dinalani. Oder? Nein, Entschuldigung. Danke. Und meine Kinder. Vielen Dank, das war die Retourkutsche. Das war die Retourkutsche. Charlotte, aber jetzt ist wirklich, das ist wirklich... Ich habe auch den Einspieler gar nicht mitgekriegt, war gerade auf Toilette. Er hat übrigens auch sehr schöne Haare. Musst du nochmal? Nein. Wahnsinnig unsensibel von dir, das kennt man wirklich nicht. Du bist, also seit wir jetzt wieder zurück sind, ist du wirklich, weil Charlotte ist nämlich die Unsympathische jetzt neu. Nee, sie ist verletzt. Nee, das habe ich aber bis jetzt noch gar nicht so. Verletzt. Max, hast du eigentlich... Entschuldigung. Nee, jetzt hör auf. Ich finde dich auch von unten, damit du möglichst scheiße in unserer Bandkamera aussiehst. Ihr habt eine Bandkamera? Ja, sicher. Hallo? Läuft es finanziell noch nicht so gut, dass ihr euch jeder eine eigene leisten könnt? Nee. Herr Berling, ja. Ich möchte Sie gern kurz mit so einer landsartigen Umarmung wieder zurück ins Gespräch holen. Sie haben mit so vielen fantastischen Regisseuren zusammengearbeitet, mit so vielen tollen Schauspielern, die würden alle nie zu uns in die Sendung kommen. Aber vielleicht können Sie ja klar, also wir würden wahnsinnig gerne mal mit Werner Herzog sprechen. Der sollte am Tisch sitzen, aber er hat uns abgesagt mit der Begründung, er habe 2012 und 2013 keine Zeit. Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Guck doch mal hier, was hier für Zärtlichkeiten ausgesorgt. Da kann ich Sie nicht bedauern. Ich würde Werner Herzog mir nicht in die Sendung holen. Ja, der Werner Herzog. Der war ja auch mal Bundespräsident, das wissen ja auch die wenigsten. Warum nicht? Ich mag den nicht. Ja, ey, jetzt ohne Scheiß, ich mag den auch nicht. Das ist etwas, du willst ihn ja unbedingt in der Sendung haben und unser Produzent, der Philipp. Ganz, Werner Herzog ist ein ehemaliger österreichischer Fußballnationalspieler, der war auch mal bei Werder Bremen eine lange Zeit und macht jetzt auch Regie. Ich finde, also, Max Herre und Ferris kommen zu kurz. Ja, und Jennifer ist auch nicht... Kein Ding, ich hätte höchstens noch mal sagen können, dass ich eigentlich so dieses Bad Cop Remake mit Nicolas Cage von Werner Herzog eigentlich auch ganz gut fand. Also meinst du, sollen wir den doch einladen oder was? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin ja ziemlich langweiliger Art zu reden. So. Also ich habe ja mein liebster Freund, habe ich gesehen und ich hätte kotzen können, weil viel zu wenig Passagen von Kinskis Ausbrüchen da waren und mehr Gelaber von ihm, wie er das immer erklärt. Und da bin ich echt, also... Ja, Jay, fühlst du dich schlecht repräsentiert bis jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich denke nur immer, wenn ich in so einem Talkshow bin, ist es wie bei Lanz. Oh, ja, ich war ja bei Lanz auch. Und dann denke ich immer so, oh Mann, über wen sprecht ihr du denn warst da? Bei Lanz ich weiß auch. Es doch ich war auch bei nicht, Lanz. Ich bin ja, 25. Lanz war auch bei uns letzte Woche. Ah, okay. Und dadurch die Show gestohlen, das erste Mal überhaupt in der Talkshow. Ja, der raucht ja jetzt, ne? Das ist deine erste Talkshow. Ist der total nett. Der ist, ich hab wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in einer Talkshow war. Ja. Ah, hallo. Und dann hab ich ihn kennengelernt. Moment, Ferris ist zum ersten Mal in der Talkshow. Das ist deine erste Talkshow. Premiere. Denken, dass jede Talkshow so ist. Ich habe auch so schwitzige Hände, so, weil ich gar nicht wusste, dass hier Publikum ist und so. Ja, wir auch nicht. Bist du nicht gewohnt, Publikum, ne? Nein. Wo sucht ihr die auf der Straße? Jetzt, bevor die Sendung zu Ende ist, ne? Ist sie schon gleich zu Ende? Nein, es ist immer so, jede Woche machen wir die Sendung und nachher denke ich, scheiße, wir haben die wichtigsten Sachen nicht besprochen, weil immer so ein Chaos ist. Jetzt sag mal bitte, warum bist du hier? Du musst schnell werden. Das wollte ich eigentlich dich fragen, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen hier? Also ich möchte mit dir schlafen nach der Sendung. Also erstmal danke für das Angebot, weil wir kennen uns ja schon so ewig. Ich weiß, dass dich das derbe interessiert, wie das mit mir sein könnte so. Aber ich habe dir erzählt, ich bin glücklich verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet und ich lehne dieses Angebot dankend ab. Thanks. Christian Wulff hat auch schon abgesagt, jeder, ich bin das gewöhnt. Ich glaube, der Rest vom Tisch würde. Ja, ich also würde alle anderen würden. Also ich auch, aber ich würde da auch. Will ich wieder nicht. Ja. Nee? Nee, ich auch nicht. Ich bin also Muschis lecken. Hat jemand Muschis lecken gesagt? So, mir reicht's. Ich hau ab. Also, sorry, Freunde. Okay, mein Management sagt, wir müssen gleich los. Ja, mir gefällt die Sendung im Hintergrund eh nicht so gut. Ist es okay, wenn ich gehe? Lächerlich. Ciao, vielen Dank. Ich hau jetzt ab.
Okay. Sind wir jetzt nur noch zu zweit hier? Anscheinend. Also Muschis lecken. Oh Mann, ey. Ja, Alter. Red mal bitte jetzt über den Tatort, schnell. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, wir machen keine Probe. Hast du noch nie gemacht? Boah, ich finde das so. Hallo, so, Ruhe. Ey. Jetzt rede ich. Nee. Doch. Ja, doch. Halt, stopp. Ja, genau. Lass sie doch mal kurz das so zu Ende bringen, dann können nein, wir ist alles weiter. Alles gut, ich wollte also gar nicht sagen, ich konnte das leider. Ich bin mal aus dem Traum aufgewacht, fand ich so eklig, muss ich mich sofort. Du hast schon mal mit einer Frau geschlafen. Nein. Das hat dir aber nicht gefallen. Nein, habe ich nicht. Aber du willst auch, nein, auch ich nie möchte, machen. Das ist mehr so zur Provokation gewesen, einfach nur. Nein, dass das ich das geträumt habe. Ja. So. Das ist mehr so zur Provokation. Eins nach dem anderen. Also keiner möchte mit Charlotte schlafen, ist auch gut. Das ist auch entspannend für mich. Jetzt können wir die Sendung einfach nochmal von vorne anfangen und ganz locker einfach. Ja, sonst ist das immer du so meinst, sexuell aufgeladen. Du meinst, wir sind nur in der Sendung, weil wir mit dir schlafen wollen? Ja, man weiß es ja nicht. Man trifft sich, man weiß nicht, was wollen die Leute von einem. Und so. Verstehe. Und jetzt sind halt die Fronten geklärt. Die Erfahrung der letzten Sendungen zeigt eigentlich immer, wenn wir, sobald wir angefangen haben, über solche Themen zu reden, dann war es thematisch irgendwie ganz. Wir müssen das wieder ordnen. Ja. Also, Ferris ist deswegen hier, weil wir gedacht haben, dass du der Coolste von Deichkind bist. Und die anderen hatten, also wollten wir nicht haben. Ja, das Ding ist halt, das ist ja das Lustige. Normalerweise schiebe ich immer die anderen vor für die Interviews, weil ich total, ich hab überhaupt gar keinen Bock auf Interviews eigentlich so. Ich bin eigentlich eher so ein zurückgezogener Einzelgänger-Typ. Lass mich eine vorbereitete Frage stellen. Gerne mit meiner Frau auf. Jetzt kommt eine vorbereitete Frage. Guck, Promi-Koch-Arena ist. Aber eure Sendung eigentlich überhaupt nicht, weil die kann ich überhaupt nicht ertragen. Vielleicht kriegst du Sky nicht. Hast kein Sky-Abo. Ist Jan eigentlich jetzt bei Sky noch im Team? Und ist Harald eigentlich bei ZDF Kultur noch in Jans Team? Wir sind bei Sky. Doch, ich hab Sky, natürlich, ich hab Sky. Ich gucke immer der Hundeflüsterer auf Sky. Ja, das kenne ich jede Folge. Und ja, das ist so mein Alltag. Und dann schreibe ich ein paar Texte, gehe auf die Bühne. Boah. Ist Deichkind denn eigentlich noch eine Band oder mehr so ein... Ist ein Unternehmen. Also mehr so ein Kunstprojekt, würde ich eher sagen. Ja, Kunst fließt auch mit. Aber ich bin mehr so die Rampensau. Also ich bin für den Abriss zuständig auf der Bühne und der Rest ist so mit Kunst drumherum. Wie ist das, sich in so eine bestehende Band einzufügen? Du bist ja als Solokünstler zu Deichkind gekommen. Ist das nicht schwierig, so gruppendynamisch? Boah. Weiß ich nicht. Nee, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Ja, ich muss die Frage offen stellen. Nee, ich muss die Frage offen stellen. Scheiße. Moment. Was? Ja, der findet jede Frage scheiße. Merkst du das nicht? Nein, ich finde den ganz sympathisch, den Mann. Der ist total sympathisch, aber der will nichts gefragt werden. Ja. Das mit den Pornos hat er doch erzählt. Jetzt bin ich auf einmal sympathisch, oder was? So 15 Jahre lang war ich irgendwie hier der Assi und der... Hier durch und fertig. Hast du auch mehr so geredet, immer so. Du hast allen so Angst gemacht. Und nee, jetzt du musst dir mal vorstellen, weißt du, wenn du irgendwie drei, vier Tage lang dein Hirn bratest mit allem, was geht, so, weißt du, dann kannst du dich. Brätst. Ja. Ich habe kein Abi, was soll ich machen? So, weißt du? Ich auch nicht. Ja. Bin ich hier ganz alleine? Nein. Nein, ich denke. Hast du beide Abitur? Aber du hast ein Ost-Abi. Ja, wow, stimmt. Ist weniger wert. Warte, der Ferris wollte gerade über seine Drogen reden. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur irgendwie, weil du irgendwie gesagt hast, ich würde früher immer so. Aber im Endeffekt, konnte ich mich ja auch selber nicht kontrollieren, so in den Zuständen. Ach so, das war aus Versehen? Das war irgendwie hier mehrere Persönlichkeiten in einem mäßig so. Und jetzt bist du viel aufgeräumt. Jetzt bin ich entspannt so, ernähre mich gesund, mach Sport und so ein Scheiß. Was für ein Sport denn? Ja, Sport, Bewegung. Ja, was heißt das? Gehst du spazieren? Ja, also es gibt ja einen bekannten Spruch, so ein guter... Darf ich das jetzt sagen? Ja. Okay, ein guter Ficker wird nicht dicker. Oh, schon wieder? Ich bin immer zu spät. Was ist denn da los? Oh, da kommt sie wohl. Ja, nicht zu mir. Da hast du echt Pech. Ja, komm, geh mal. Komm, geh mal zu mir, komm mal. Psst. Komm. Mach die Frau. Ich kann die auch nicht. Nee. Ich kann die auch nicht anpacken. Die sind doch aber ganz süß. Ja, die Teampanzer. Die kennt sich mit so solchen. Alter. Oh, ich will nicht wissen. Nein, die können ja gar nicht beißen. Nein, der hat dich nicht gebissen, sondern gekost. Ja, aber der hat so da so gepiekst. Ja, gepiekst, das ist, weil du den falsch angefasst hast. Ja. Ja. Okay. Außerdem ist es ein Weibchen. Ist nur ein Insekt. So. Also ich würde ja echt gern noch länger bleiben, aber ich habe jetzt ein Moderationscasting für TAF. Entschuldigung. Tschüss. Ist nur ein Insekt. So.
Also warum bin ich jetzt nochmal hier? Du willst Werbung machen, weil du spielst in deinem Tatort mit, Mann. Sympathisch. Stimmt, ja, der wird ja sozusagen eine Woche nach dieser Sendung ausgestrahlt. Ne? Das hier ist ja live. Ja, also ist diese Sendung im Endeffekt. Ja, genau, das ist hier live. Nächste Woche Sonntag ist der Tatort. Genau, und deswegen ist auch die Sendung jetzt hier, ne? Sie möchte immer wieder hier sein. Weil ich im Tatort gespielt habe. Alles klar. Was spielst du denn da? Ja. Was spielst du im Tatort? Oder willst du es nicht verraten? Nö, ich spiele mich. Machst du Sport? Ich spiele einen Ex-Knacki, der eine Hochzeitsgesellschaft von 50 Mann irgendwie in Gefangenschaft nimmt. So. Ah. Wer ist der Mörder am Ende? Das darf ich nicht verraten. Ach so. Aber mein Schauspiel-Knacki-Partner, der fällt gleich runter hier. Die will nur spielen, Ist Dennis Moschito und das hat viel Spaß gemacht, mit dem irgendwie 1,5 Monate lang in einen Container zu verbringen und 14 Stunden Drehs zu machen. Ja. Ihr dreht in Containern? Nee, aber das ist so der Aufenthaltsraum gewesen. Weil wir sind ja nicht in Amerika, da gibt's ja, die haben ja da alle ihre eigenen Campingplätze sozusagen. Und wir hatten einen Container zu zweit. So ist deutscher Film, ja. Da wird überall an Ecken und Kanten gespart. Und mehr Arbeit, wenig Lohn. Also so wie diese 1-Euro-Job, so im Endeffekt ist auch Schauspielerei, habe ich festgestellt. Bitte. Jennifer, wann hast du eigentlich angefangen, dich zu tätowieren? Mit 13. Und wieso? Und was haben deine Eltern? Das kann doch gar nicht sein, das ist doch illegal. Ja, aber meine Mama hat gesagt, es ist okay, also war es okay. Was ist das denn für eine Alte? War da die Mauer noch? Das frage ich mich heute noch. War da die Mauer noch oder war die Mauer weg? Was war das erste Tattoo? Ein Arschgeweih. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, die hätte vielleicht ja auch so ein Arschgeweih ganz gut gestanden. Das sieht man jetzt. Ich hab's noch, ja. Du hast noch, aber du hast jetzt quasi übertätowieren lassen. Weil es uncool ist. Sag mal, war das jetzt irgendwie. Weil das Arschgeweih einfach. Sorry, ich unterbreche. Er ist so schnell irgendwie vom Thema weggesprungen und hat mich gewundert gerade. Irgendwie habe ich dich gerade gelangweilt mit meiner Ansage oder was? Wolltest du nicht mehr wissen oder so? Doch, aber ich habe gedacht, das ist. Ich dachte, wir reden jetzt über den Tatort. Ja, deswegen bitte. Bin ich ja hier. Deswegen ist die ganze Sendung. Aber es ist noch unhöflicher, wäre noch unhöflicher gewesen, Jennifer Weiß nicht zu Wort kommen zu lassen, weil die hat fast noch gar nichts gesagt. Aber manchmal ja, aber dann, auch aber dann, fast mach gar doch mal eine, gesagt. Dann mach doch mal eine, irgendwie eine respektvolle Überleitung. Und wollen wir uns mal nicht so derbe abfühlen? Ich wollte einfach nur das Thema wechseln. Ich bin außerdem nicht Lanz. Lanz kann respektvolle Überleitungen, aber dafür sind wir einfach hier zu sehr. Doch, jetzt hast du den Lanz gemacht gerade. Ich finde, du siehst auch ein bisschen aus wie er. Ich will Max Herre Sachen fragen. Ja, ich habe auf dem Zettel auch geschrieben bekommen, dass ich mit dir singen soll. Ja, von Max Herre. Du hast ja total viele Gäste auf der Platte. Du erinnerst dich. Das ist ja deine eigene Platte. Ja. Ne? Deswegen bist du ja hier. Hallo Welt heißt die Platte von Max Herre. Heißt Hallo Welt. Out now. Ab jetzt. Nee. 24. August ist ihre Ausgabe. Der ist ja schon vor zwei Wochen gewesen. Über zwei Wochen ist der schon her. Der Crow ist ja da drauf. Kennt ihr euch näher oder trefft ihr euch dann so im Studio? Deshalb habe ich ja dieses unsichtige Panda. Ach, deswegen. Tattoo. Wir hatten den eingeladen und der hat ja im Prinzip nur ein oder zwei Singles draußen und hat jetzt schon einen Nervenzusammenbruch. Das ist, glaube ich, anstrengend. Weißt du davon? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich glaube nicht, dass er einen Nervenzusammenbruch hat, aber es ist auf jeden Fall anstrengend, was er da macht, weil es halt so rasant ging. Aber der hat doch diese Maske extra an. Reden wir jetzt echt über Crow, oder was? Ist das dein Ernst? Ja, guck mal, jetzt ohne Scheiß. Sei froh, dass ich nicht über dein Album... Da kommt Max Herre mal dran, da musst du über Crow reden. Das ist echt ganz schön scheiße. Ich hatte hier ganz viele Fragen zu dem Album und ich frage immer, was mich interessiert. Also. Nee, wir reden nicht über das Album. Gerade bei der Redaktionssitzung haben wir alle überlegt, dass deine Texte heute viel schlechter sind, als die früher waren. Und deswegen dachten wir, vielleicht wären die früher, weil da warst du so jung, von Fremden geschrieben worden. Nee, das stimmt nicht, aber ich habe mich jetzt zusammengetan. Ich habe, glaube ich, zu viel schlechte Literatur gelesen inzwischen. Es tut mir total leid. Was? Ich weiß nicht, was mit dir los ist, ohne Witz. Warum? Ja, aber das hast du abgeschrieben aus der Specs, oder? Nee, ich lese diese Frage, keine Specs, oder? Schon lange nicht mehr. Nein, das sind diese Geschwister. Hallo. Oh Gott. Ich glaube, ihr beide kennt mein Album nicht. Das ist mein erstes. Das ist erstmal ganz sicher. Du hast total recht. Also, wir bereiten uns nicht richtig auf die Sendung vor. Da ist es schon wieder. Genau, schenk mal ein hier. Ich hab's gehört, ich find's wunderbar. Danke. Aber also ich finde die Texte viel, viel besser als früher. Also, ja. Kann ich sagen. Gut.
Aber findet man nicht immer das besser, was gerade gewesen ist? Natürlich. Ja, also oder? Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Dann nennen wir eine Textzeile, dann reden wir konkret. Ja, also Verbesserungsvorschläge am runden Tisch. Ich habe dich zum Beispiel bei TV Total gesehen, wo man sozusagen in die Werbung reinspielt und so. Ah, okay. Ne? Das lief ja letzte Woche irgendwann. Und dann sind halt die Texte so ganz oft so. Aber wie es sind vier Stücke, die du angespielt gehört hast, so genau. Mit einer Strophe. Ja. Ne? Das ist schon mal viel mehr Vorbereitung, als wir sonst haben auf ein Interview in dieser Sendung. Das ist Sendung. Interessant. Ja. Also und so hast du jetzt, kannst du jetzt zwei gesehen haben, weil das ist ja keine Live-Sendung. Also. Ja, genau. Also kennst du zwei Songs? Ja, aber man hört ja ein paar Sätze und denkt sich dann, boah, also, das ist ganz schöner Schlager. Ja, das kann sein. Also, weil ich habe neulich mit so einem Radiomann gesprochen, so einem Holländer, der hat gesagt, alles, was im Radio läuft, ist Schlager, nur mit E-Gitarre oder Hip-Hop-Beat. Also ja, ich mache den Schlager. Also du mit meinst sozusagen, wenn es auf Englisch ist, merkt es keiner und auf Deutsch ist es offensichtlicher, oder? Ja. Also. Auf Englisch hören sich, also wenn man einen Text auf Englisch mal übersetzen würde, das ist so alles so platt. Und gerade im Deutschen, finde ich, kann man so viele schönere Worte finden für all das. Und das machen einfach alle, also viele deutsche Künstler, viele auch nicht, aber viele deutsche Künstler. Und dazu gehört auf jeden Fall Max Herre, also finde ich. Gut, danke vielmals. Das war doch Ehrenrettung. Ja. Nee, aber dir gefällt das nicht. Aber lass doch mal über Texte reden. Ich habe ja gar nichts gesagt. Das Problem ist, mir tut es die ganze Zeit total leid, dass Charlotte dich viel zu hart rannimmt. Nein, was für dich ein guter Liedtext. Ich will jetzt nicht, dass wir hier einen Graben durch den Tisch ziehen, aber ich finde das total krass. Mir tut es total leid. Ich weiß nicht, ich mag, wenn es auf Deutsch ist und man sozusagen alles versteht. Dann kennst du Wolke 7, den Text. Also den hast du da gehört gestern. Das mochtest du nicht so. Nee, aber ich meine, du musst ja nicht Texte schreiben, die mir gefallen. Wie soll das denn gehen? Weil du ja die Frage stellst. Du beurteilst es ja und stellst mir die Frage. Ich finde das total subjektiv und ich finde, wir haben da vorher drüber geredet und ich teile nicht die Meinung. Ich glaube auch nicht, dass man das so... Ich finde das schön aus Fansicht, weil der Fan ist ja konservativ. Also Charlotte ist ein Fan und die ist enttäuscht. Die sagen immer früher. Das stimmt auch. Und welcher Text hat dir da so gut gefallen? Der da rezitiert wurde, der war ja nicht so gehaltvoll mit dir und so. Aber das sind natürlich, also mit dir ist einfach ein toller Text, den kann man auch 15 Jahre später... Den singt ohne Quatsch die ganze Zeit jetzt, wirklich aber, ehrlich. Das glaube ich, aber das war ja jetzt so ein Schlager. Nein, das ist aber, nach das ist, euren Kriterien. Nein, aber das was ist jetzt an den neuen Schlagern nicht so gut schlageresk getextet wie an den alten Schlagern? Ich habe da gar keinen Vorwurf an dich, absolut nicht, wirklich nicht. Aber Charlotte, was ist jetzt weniger Schlager als früher? Wie mies, wie ich dir in den Rücken fallen, aber ist leider so. Wirklich, Jan, fick dich ins Knie, ehrlich. Du schwitzt total. Ja, weil ich eine Anzugjacke anhab und du hast nicht meine Unterhose. Aber jetzt würde ich mal gerne wissen. Aber dann würde ich mal gerne wissen, was du zu unserer Musik sagst, wenn du jetzt den Max Herre schon so fertig machst. Ich kenne deine Musik nur vom Bundesvision Song Contest und sonst gar nicht. Okay, tschüss. Oh. Nein, aber ist ja interessant. Mann, hast du noch um was geht's genau? Diese ganze Sendung tut mir total leid. Das Ding ist, Jan, wir wollten diese Sendung machen. Ist es deine Meinung? Also ist deine Meinung oder hast du was besprochen? Wir bereiten uns, wir hören keine Platten. Das ist doch das Ziel der Sendung, dass wir keine Promo-Gespräche führen. Also wo ich herkomme, haben wir immer total schleimige. Aber das muss ja gar nicht sein. Du kannst es ja trotzdem hören. Die Frage ist also, du kannst ja trotzdem hören und trotzdem interessante Fragen stellen. Was mich interessiert, ihr formuliert eine Frage und werft die so in den Raum und guckt, ob jemand anbeißt oder nicht. Ist es das? Ist das das Konzept der Sendung? Also ein Konzept. Es gibt ja Also das ist ja nicht mehrere das bis Einzige. Keins. Ja. Das ist ja nicht Nein, das aber, Einzige. Aber okay, also man soll sozusagen nicht ernsthaft antworten. Man haut ein paar Sachen raus und guckt, was passiert. Ja. Doch klar, man kann auch ernsthaft antworten. Natürlich, wenn es einem wichtig ist, antworten viele sehr ernst in der Sendung. Okay. Ja, ich finde das Konzept scheiße. Ich finde auch, man kann sich vorbereiten und trotzdem gute Fragen stellen. Das ist scheiße. Was habe ich gesagt? Man kann diese Sendung nicht, noch nicht mal, wenn man dabei ist, kann man sie noch nicht mal ertragen. Lass uns. Charlotte. Ja, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Lass uns. Dann würde ich sagen, wir spulen einmal bitte jetzt zurück. Ich bleibe nicht länger als nötig. Lass uns bitte einmal jetzt zurückspulen. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Wir spulen jetzt einmal zurück. Ja. Geh doch mal kurz auf Toilette. Ja. Ist das jetzt hier cut-mäßig, ne? Also draußen ist es spannend. Marc Benecke, wie war das eigentlich, als Sie Hitlers Schädel angefasst haben? Und wo ist eigentlich der Mörder von Uwe Barschel?
ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet. Zum einen auf Ihre Tätigkeit in der Partei. Die Partei. Wollte ich gerade sagen, du hast ja auch einen grauen Polyesteranzug an. Ja, ich habe extra deswegen heute meinen grauen Polyesteranzug angezogen. Unser Parteianzug. Ja. Also das finde ich sehr sympathisch. Und weil ich bin zwar nicht Mitglied Ihrer Partei, aber ich unterstütze Sie von Ferne, ja, weil ich Sonneborn nicht über den Weg traue, Ihren Parteivorsitzenden. Natürlich. Ekeln Sie sich nicht, also vor dem politischen Arbeiten? Doch, die politische Arbeit ist oft ekelig, aber wir versuchen sie dann etwas spritziger zu machen. Wir waren zum Beispiel gerade vor dem Bundestag. Mal gucken, und ob der wieder... Ist nicht so interessant. Nee, weil Charlotte hat... Ich kann mich sowieso nicht konzentrieren. Mir geht so die Pumpe gerade, weil da gerade so... Nee, wirklich, ich kann das auch nicht aushalten. Ja. Ich würde ja gerne nochmal auf Hitler zurück. Ja, sehr gerne. Ich dachte, ihr zeigt den Einspieler noch mal. Nein. Nee, es gab da mal eine Sendung, auch von Kluge, wo ich Hitlers Bodyguard spiele. Aber da gab es jedenfalls ein von mir gesponnenes Ende, wo Hitler sozusagen nach Brest gebracht wird und dann mit einem U-Boot in den Atlantik hinaus, also die Leiche, hinausgefahren wird und dann wird das U-Boot in Brand geschossen. Da kam fest auf mich zugerannt bei der Frankfurter Buchmesse und sagte, so muss ein Film über Hitler enden, dass er verschwindet. Aha, verstehe. Das war meine Grundidee. Ja. Und ein bisschen auch wie die Seele dieser Sendung, die manchmal weg war und manchmal wieder da war. Und ein bisschen ist das ein schönes Synonym für das, was uns gerade, also was, wie ich mich gerade so fühle, wie so ein U-Boot, was so irgendwie wegfährt mit... Ohne Brandpfeil. Alter Schwede. Auch mit den Überresten Hitlers da drin. Das war unsere Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank unseren Gästen. Vielen Dank, Max Helle. Es tut mir total leid. Nein. Es geht ja. Also, das Synonym ist ja Distanzlosigkeit. Es tut mir total leid. Ich habe mich noch nie geschämt. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, genau so habe ich mich gefühlt, als du Brit fertig gemacht hast, wenn man sagt irgendwas. Aber es traf den total Falschen. Ja, ich wollte den ja gar nicht fertig machen, sondern ich wollte einfach nur, das ist halt ja auch, wie ernst er das dann genommen hat. Ich fühle mich total richtig schlecht. Warum? Aber ich denke, das ist die Idee der Sendung, dass man alles sozusagen offenlegt, wie wir das machen, was wir finden. Ja, das ist richtig, aber ich finde die Grenzen... Kann man denn dann nicht auch schlechte Situationen aushalten? Aber ich finde, man muss dann eben das Gespür dafür haben, dass es dann eben den Richtigen trifft. Und ich finde, mit Max Herre hat es nicht den Richtigen getroffen. Ja. Aber jetzt mal, ich will ja jetzt nicht Max Herre mit Britt Hagedorn vergleichen, aber wenn du jemanden fertig machst, ob die das verdient hat oder nicht, dann denke ich halt auch an Mitleid mit der. Aber Musik ist total subjektiv. Und, das, was Britt nicht gut macht, ist nicht subjektiv. Ja. Und das ist der Unterschied. Anfang ich habe auf jeden Fall Schiss, jetzt aufzustehen und zu gehen. Ich will nicht da hinten zu den Gästen zurück, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, das tut mir richtig leid. Aber ich denke, wir machen keine Sendung, wo alle nachher sagen, ah ja, toll, danke, tschüss. Ich finde das ja auch mit den Texten und ich finde, dass die mir persönlich nicht mehr so gut gefallen wie früher. So. Ja, aber man muss das auch nicht so ernst nehmen. Wenn jemand zu mir irgendwas Negatives über meine Bücher sagt, dann fange ich auch nicht sofort an zu heulen und sage, du hast das nicht gelesen und so. Nee, aber er hat das total sich alle nicht vor. Er hat ja nicht geheult. Er war ja dabei nicht. Das war alles total nett. Total ernst. Man kann es auch locker nehmen und lustig antworten. Dann ist die Situation viel leichter. Ja. Ja, schön. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt schon nicht mehr da ist. Ja, Sie sehen, zwei blinde Hühner finden manchmal auch ein Korn. Und nächste Woche in der Apothekenumschau Kamasutra Ü80 Petting-Tipps mit Sexguru Helmut Schmidt.
Seniorenreisen in Syrien? Wann ist Damaskus endlich barrierefrei geballert? Und das große Schwerpunktthema Darmtrend Durchfall. Woher kommt, wohin er geht und wie auch Sie ihn endlich bekommen können. Bis nächste Woche. Tschüssi. So. Die andere Frage beantworten Sie nicht, ne? Lieber nicht. Die ist genügend beantwortet und darüber habe ich geschrieben. Dann frage jetzt mal Herrn Dr. Benecke. Zum einen, wer hat Uwe Barschel umgebracht? Und zum anderen, wie fühlt sich Hitlers Kopf an? Wissen das die jungen Zuschauer überhaupt noch, wer das ist? Barschel, Hitler und Uwe Barschel? Beide, ja. Die waren, glaube ich, zusammen, doch, haben irgendwas zusammen gemacht. Hitler und Uwe Barschel waren, glaube ich, in einer Klasse. In einer Band. Welches Zimmer? 234. 213. Wie peinlich ist das denn? Keiner der beiden hat recht. Uwe Barschel lag in der Badewanne von Zimmer 827, nicht 234, nicht 213. Er lag in Zimmer 317. Zimmer 317. Und er starb an gebrochenem Herzen. Was ich mich seit 20 Jahren schon frage, ist, wer ist eigentlich dieser geheimnisvolle Roloff, den Barschel in Genf treffen wollte? Der Uwe Barschel, der war ja bei uns auch mal in der Sendung und hat ja damals wirklich keiner denken können, dass er irgendwann mal stirbt. Der war privat übrigens sehr, sehr nett. Wann ist der Quatsch hier eigentlich zu Ende? Hoffentlich bald. Unglaublich. 213. Damn, aber ganz knapp. Gilt. Was würde Nasti jetzt sagen? Drin. Aus! Oh. Ist da nicht gerade was Neues rausgekommen? Uwe Barschel lebt noch, ist rausgekommen. Er ist jetzt in Mexiko. Mit Tupac. Mit Tupac. Durch irgendwelche neuen Ermittlungsmethoden ist doch irgendwas Neues rausgekommen. Ja, es gäbe eine schöne Methode, wo hier diese Flasche steht. Wie wahrscheinlich die Älteren jetzt wissen, stand ja eine Flasche im Zimmer von Uwe Barschel. Und wir haben ja auch schon eine Vermutung, wo diese Flasche ist. Und das wäre ganz interessant, die Fingerabdrücke und die Giftstoffe, die möglicherweise in der Flasche sind und so weiter, sich mal anzugucken. Da sieht man mal wieder, wenn man die Spur hätte, wüsste man mehr. Die Flasche ist weg, ne? Die ist verschwunden. Die Flasche ist, ja, will ich jetzt nicht sagen, sonst verklagt mich wieder einer. Sie wissen, wo die... Ja, sagen Sie mal, wo ist die Flasche? Nein! Wer lacht da? Ist da ein Mitarbeiter dieser Firma hier, zufällig, um die es gerade ging? Mehr darf man nicht verraten. Nein, mehr darf ich nicht verraten. Das Problem ist, es gibt halt viele Lippenleser, die unsere Sendung gucken. Ist nicht so schön. Dann, das kriegen wir aber irgendwie hin. Geht das auch bei Rappern? Können die auch bei Rappern die Lippen lesen? Kruder Dorfmeister habe ich gehört. Kruder und Dorfmeister. Die stehen bei Kruder und Dorfmeister im Schrank. Was haben Sie denn da für Tiere mit, bitte? Ach, hier sind Tiere. Hier sind meine beiden. Können Sie die vielleicht in die Mitte legen? Da sieht man die. Ja, selbstverständlich. Die Jennifer und ich, wir haben die schon voll lieb. Super süß. Ja. Das sind zwei Fauchschaben, ein Männchen und ein Weibchen. Fauchschaben? Ja, die können fauchen und das sind meine Haustiere. Und die Männchen sind die mit den Hörnern, habe ich gehört. Cockroach und Böhmermann. Max Herre stöhnt schon. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Sehr, sehr super. Der hat ganz lange ausgedacht. Sind die denn teuer? Oder dürfte ich jetzt einfach so bam ein? Der Wert des Lebens hängt nicht davon ab, wie viel das in Geld bemisst, sondern wie lieb man Tiere hat und wie sehr man die Schöpfung schätzt. Also hast du diese Dinger denn lieb oder dürfte ich einen jetzt nur für die Show kaputt haben? Nein. Ich habe die sehr lieb, aber das ist für dein Karma hatte ich dann nicht. Ich hätte kotzen können, weil viel zu wenig Passagen von Kinskys Ausbrüchen da waren und mehr Gelaber von ihm, wie er das immer erklärt. Und da bin ich echt, also... Ja, Jay, fühlst du dich schlecht repräsentiert bis jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich denke nur immer, wenn ich in so einem Talkshow bin, ist es wie bei Lanz. Oh, ich war ja bei Lanz auch. Und dann denke ich immer so, oh Mann, über wen sprecht ihr denn da? Ich weiß es auch nicht, ich bin 25. Lanz war auch bei uns letzte Woche. Ah, okay. Und dadurch die Show gestohlen, das erste Mal überhaupt in der Talkshow. Ja, der raucht ja jetzt, ne? Das ist deine erste Talkshow? Ja. Total nett. Der ist, ich habe wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in einer Talkshow war. Hallo. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Moment, Ferris ist zum ersten Mal in der Talkshow. Das ist erste Talkshow. Das ist Premiere. Denken, dass jede Talkshow so ist. Ich habe auch wirklich so schwitzige Hände, so, weil ich gar nicht wusste, dass hier Publikum ist und so. Ja, wir auch nicht. Bist du nicht gewohnt, Publikum, ne? Nein. Wo sucht ihr die auf der Straße? Jetzt, bevor die Sendung zu Ende ist, ne? Ist sie schon gleich zu Ende? Nein, es ist immer so, jede Woche machen wir die Sendung und nachher denke ich, scheiße, wir haben die wichtigsten Sachen nicht besprochen, weil immer so ein Chaos ist. Jetzt sag mal bitte, warum bist du hier? Du musst schnell werden. Das wollte ich eigentlich dich fragen. Warum habt ihr mich überhaupt eingeladen hier? Also ich möchte mit dir schlafen nach der Sendung. Also erstmal danke für das Angebot, weil wir kennen uns ja schon so ewig. Ich weiß, dass dich das derbe interessiert, wie das mit mir sein könnte so. Aber ich habe dir erzählt, ich bin glücklich verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet und ich lehne dieses Angebot dankend ab. Thanks. Na gut,
Christian Wulff hat auch schon abgesagt, ich bin das Gewöhnliche. Ich glaube, der Rest vom Tisch würde. Ja, ich würde, alle anderen würden. Aber ich will wieder nicht. Ja. Nee? Nee, ich auch nicht. Ich bin also Muschis lecken. Hat jemand Muschis lecken gesagt? So, mir reicht's. Ich hau ab. Also, sorry, Freunde. Okay, mein Management sagt, wir müssen gleich los. Ja, mir gefällt die Sendung im Hintergrund eh nicht so gut. Ist es okay, wenn ich gehe? Sicherlich, ja. Das geht's. Okay. Ciao, vielen Dank. Ich hau jetzt ab. Okay? Sind wir jetzt nur noch zu zweit hier? Anscheinend. Also Muschis lecken. Oh Mann, ey. Ja, red mal bitte jetzt über den Tatort, schnell. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, wir machen keine Hast du noch nie gemacht. Ach, boah, ich finde das so. Hallo, so, Ruhe. Ey! Jetzt rede ich! Nee. Doch. Ja, doch. Halt, stopp! Ja, genau. Lass sie doch mal kurz das so zu Ende bringen, dann können nein, wir nein, ist alles weiter. Alles gut, ich wollte also gar nicht das leider. Ich bin mal aus dem Traum aufgewacht, fand ich so eklig, muss ich mich sofort... Du hast schon mal mit einer Frau geschlafen, nein. Das hat dir aber nicht gefallen. Nein, habe ich nicht. Aber du willst auch, nein, willst auch ich nie möchte, machen. Das ist mehr so zur Provokation gewesen, einfach nur. Nein, dass ich geträumt habe, ja. So. Das ist mehr so zur Provokation. Eins nach dem anderen. Also keiner möchte mit Charlotte schlafen, ist auch gut. Das ist auch entspannend für mich. Jetzt können wir die Sendung einfach nochmal von vorne anfangen und ganz locker einfach. Ja, sonst ist das immer so sexuell aufgeladen. Du meinst, wir sind nur in der Sendung, weil wir mit dir schlafen wollen? Ja, man weiß. Ich würde Werner Herzog mir nicht in die Sendung holen. Ja, der Werner Herzog, der war ja auch mal Bundespräsident. Das wissen ja auch die wenigsten. Warum nicht? Ich mag den nicht. Ja, ey, jetzt ohne Scheiß. Ich mag den auch nicht. Das ist etwas, du willst ihn ja unbedingt in der Sendung haben. Und unser Produzent, der Philipp. Ganz, Werner Herzog ist ein ehemaliger österreichischer Fußballnationalspieler. Der war auch mal bei Werder Bremen eine lange Zeit. und macht jetzt auch Regie. Ich finde, also, Max Herre und Ferris kommen zu kurz. Ja, und Jennifer ist auch kein Ding. Ich hätte höchstens noch mal sagen können, dass ich eigentlich so dieses Bad Cop Remake mit Nicolas Cage von Werner Herzog eigentlich auch ganz gut fand. Also meinst du, sollen wir den doch einladen oder was? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin ja ziemlich langweiliger Art zu reden. So. Also total. Ich habe ja meinen liebsten Freund, habe ich gesehen und ich hätte kotzen können, weil viel zu wenig Passagen von Kinskys Ausbrüchen da waren und mehr Gelaber von ihm, wie er das immer erklärt. Und ja. Da bin ich echt, also... Ja, Jay, fühlst du dich schlecht repräsentiert bis jetzt? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich denke nur immer, wenn ich in so einem Talkshow bin, ist es wie bei Lanz. Oh, ja, ich war ja bei Lanz auch. Und dann denke ich immer so, oh Mann, über wen sprecht ihr du denn warst da? Bei Lanz ich weiß auch. Es doch ich war auch bei nicht, Lanz, ich bin ja, 25. Lanz war auch bei uns letzte Woche. Ah, okay. Und er hat die Show gestohlen, das erste Mal überhaupt ja, in der der Talkshow. Raucht ja jetzt, ne? Das ist deine erste Talkshow. Ist der total nett. Der ist, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal in einer Talkshow war. Ja. Ah, hallo. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Moment, Ferris ist zum ersten Mal in der Talkshow. Das ist deine erste Talkshow. Premiere. Denken, dass jede Talkshow so ist. Ich habe auch wirklich so schwitzige Hände, so, weil ich gar nicht wusste, dass hier Publikum ist und so. Ja, wir auch nicht. Bist du nicht gewohnt, Publikum, ne? Nein. Wo sucht ihr die auf der Straße? Jetzt, bevor die Sendung zu Ende ist, ne? Ist sie schon gleich zu Ende? Nein, nein, nein. Es ist immer so, jede Woche machen wir die Sendung und nachher denke ich, scheiße, wir haben die wichtigsten Sachen nicht besprochen, weil immer so ein Chaos ist. Jetzt sag mal bitte, warum bist du hier? Du musst schnell werden. Das wollte ich eigentlich dich fragen. Warum habt ihr mich überhaupt eingeladen hier? Also ich möchte mit dir schlafen nach der Sendung. Also erstmal danke für das Angebot, weil wir kennen uns ja schon so ewig. Ich weiß, dass dich das derbe interessiert, wie das mit mir sein könnte so. Aber ich habe dir erzählt, ich bin glücklich verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet und ich lehne dieses Angebot dankend ab. Thanks. Aber Christian Wulff hat auch schon abgesagt, ich bin das Gewöhnliche. Ich glaube, der Rest vom Tisch würde. Ja, ich würde also alle anderen würden. Ja. Aber ich würde da will ich wieder nicht. Ja. Nee? Nee, ich auch nicht. Ich bin also Muschis lecken. Hat jemand Muschis lecken gesagt? So, mir reicht's. Ich hau ab. Also, sorry, Freunde. Okay, mein Management sagt, wir müssen gleich los. Ja, mir gefällt die Sendung im Hintergrund eh nicht so gut. Ist es okay, wenn ich gehe? Sicherlich, ja. Das geht's. Okay. Ciao, vielen Dank. Ich hau jetzt ab. Okay? Sind wir jetzt nur noch zu zweit hier? Anscheinend. Also Muschis lecken. Ist es das? Ist das das Konzept der Sendung? Also ein Konzept. Es gibt ja, also das ist ja mehrere nicht das bis Einzige. Keins. Das ist ja nicht nein, das aber, Einzige. Aber okay, also man soll sozusagen man haut ein paar Sachen raus und guckt, antworten. Was passiert. Doch klar, man kann auch ernsthaft antworten. Natürlich, okay. Wenn es einem wichtig ist, antworten viele sehr ernst in der Sendung. Okay.
Ja, ich finde das Konzept scheiße. Ja, ich finde auch, man kann sich vorbereiten und trotzdem gute Fragen stellen. Ja, was habe ich gesagt? Man kann diese Sendung nicht, noch nicht mal, ja, wenn man dabei ist, kann man sie noch nicht mal ertragen. Lass uns. Charlotte. Ja, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Lass uns. Dann würde ich sagen, wir spulen einmal bitte jetzt zurück. Ich bleibe nicht länger als nötig. Lass uns bitte einmal jetzt zurückspulen. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Wir spulen jetzt einmal zurück. Ja. Geh doch mal kurz auf Toilette. Ja. Ist das jetzt hier cut-mäßig, ne? Also draußen ist es spannend. Marc Benecke, wie war das eigentlich, als Sie Hitlers Schädel angefasst haben? Und wo ist eigentlich der Mörder von Uwe Barsch? Ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet, zum einen auf Ihre Tätigkeit in der Partei, die Partei. Du wolltest gerade sagen, du hast ja auch einen grauen Polyesteranzug an. Ja, ich habe extra deswegen meinen grauen Polyesteranzug angezogen. Unser Parteianzug, ja. Also das finde ich sehr sympathisch. Und weil ich bin zwar nicht Mitglied Ihrer Partei, aber ich unterstütze Sie von ferne, ja, weil ich Sonneborn nicht über den Weg traue, Ihren Parteivorsitzenden. Natürlich. Ekeln Sie sich nicht, also vor dem politischen Arbeiten? Doch, die politische Arbeit ist oft ekelig, aber wir versuchen sie dann etwas spritziger zu machen. Wir waren zum Beispiel gerade vor dem Bundestag. Gucken, und ist nicht so interessant. Nee, weil Charlotte hat da. Ich kann mich sowieso nicht konzentrieren. Mir geht so die Pumpe gerade. Weil er gerade so. Nee, wirklich, ich kann das auch nicht aushalten. So. Ich würde ja gerne nochmal auf Hitler zurückkommen. Ja, sehr gerne. Hallo. Hast du schon Angst, dass du abhauen? Nein, ich dachte, jetzt zeig den Einspieler nochmal. Nein. Nee, es gab da mal eine Sendung, auch von Kluge, wo ich Hitlers Bodyguard spiele. Aber da gab es ebenfalls ein von mir gesponnenes Ende, wo Hitler sozusagen nach Brest gebracht wird und dann mit einem U-Boot in den Atlantik hinaus, also die Leiche, hinausgefahren wird und dann wird das U-Boot in Brand geschossen. Da kam Fest auf mich zugerannt bei der Frankfurter Buchmesse und sagte, so muss ein Film über Hitler enden, dass er verschwindet. Aha, verstehe. Das war meine Grundidee. Ja. Und ein bisschen auch wie die Seele dieser Sendung, die manchmal weg war und manchmal wieder da war. Und ein bisschen ist das ein schönes Synonym für das, was uns gerade, also was wie ich mich gerade so fühle, wie so ein U-Boot, was so irgendwie wegfährt mit. Ohne Brandpfeil. Alter Schwede. Auch mit den Überresten Hitlers da drin. Das war unsere Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank unseren Gästen. Vielen Dank, Max Herre. Es tut mir total leid. Irgendwie ganz, wir müssen das wieder ordnen. Ja. Also, Ferris ist deswegen hier, weil wir gedacht haben, dass du der Coolste von Deichkind bist. Und die anderen wollten wir nicht haben. Ja, das Ding ist halt, das ist ja das Lustige. Normalerweise schiebe ich immer die anderen vor für die Interviews, weil ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Interviews eigentlich so. Ich bin eigentlich eher so ein zurückgezogener Einzelgänger-Typ. Lass mich eine vorbereitete Frage stellen. Gerne mit meiner Frau auf jetzt der kommt Couch. Eine vorbereitete Frage. Guck, Promi-Koch-Arena ist. Aber eure Sendung eigentlich überhaupt nicht, weil die kann ich überhaupt nicht ertragen. Vielleicht kriegst du Sky nicht. Hast kein Sky-Abo. Ist Jan eigentlich jetzt bei Sky noch im Team? Und ist Harald eigentlich bei ZDF Kultur noch in Jans Team? Wir sind bei Sky. Doch, ich hab Sky, natürlich. Ich gucke immer der Hundeflüsterer auf Sky. Ja, das kenne ich jede Folge. Und ja, das ist so mein Alltag. Und dann schreibe ich ein paar Texte, gehe auf die Bühne. Boah. Ist Deichkind denn eigentlich noch eine Band oder mehr so ein... Ist ein Unternehmen. Also mehr so ein Kunstprojekt, würde ich eher sagen. Ja, Kunst fließt auch mit. Aber ich bin mehr so die Rampensau. Also ich bin für den Abriss zuständig auf der Bühne. Und der Rest ist so mit Kunst drumherum. Wie ist das, sich in so eine bestehende Band einzufügen? Du bist ja als Solokünstler zu Deichkind gekommen. Ist das nicht schwierig, so gruppendynamisch? Oh, weiß ich nicht. Nee, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Ja, ich muss die Frage offen stellen. Nee, ich muss die Frage offen stellen. Scheiße. Moment. Was? Ja, der findet jede Frage scheiße. Merkst du das nicht? Nein, ich finde den ganz sympathisch, den Mann. Der ist total sympathisch, aber der will nichts gefragt werden. Ja. Das mit den Pornos hat er doch erzählt. Jetzt bin ich auf einmal sympathisch, oder was? So 15 Jahre lang war ich irgendwie hier der Assi und der. Ihr durch und fertig. Du hast doch mehr so geredet, immer so. Du hast allen so Angst gemacht. Du musst dir mal vorstellen, weißt du, wenn du irgendwie 3-4 Tage lang dein Hirn bratest mit allem, was geht, so, weißt du, dann kannst du dich. Brätst. Ja. Ich habe kein Abi, was soll ich machen? So, weißt du? Ich auch nicht. Ja. Bin ich hier ganz alleine? Nein. Nein, ich denke mal. Hast du beide Abitur? Aber du hast ein Ost-Abi. Ja, boah, stimmt. Ist weniger wert. Warte, der Ferris wollte gerade über seine Drogen reden.
Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur irgendwie, weil du irgendwie gesagt hast, ich würde früher immer so. Aber im Endeffekt, ja, konnte ich mich ja auch selber nicht kontrollieren, so in den Zuständen. Ach so, das war aus Versehen? Das war irgendwie hier mehrere Persönlichkeiten in einem mäßig so. Und jetzt bist du viel aufgeräumter. Jetzt bin ich entspannt so, ernähre mich gesund, mach Sport und so ein Scheiß. Was für ein Sport denn? Ja, Sport, Bewegung. Ja, was heißt das? Gehst du spazieren? Ja, also es gibt ja einen bekannten Spruch, so ein guter, darf ich das jetzt sagen? Ja, ja. Okay, ein guter Ficker wird nicht dicker. Oh, schon wieder? Ich bin immer zu spät. Was ist denn da los? Das stimmt auch. Und welcher Text hat dir da so gut gefallen? Der da rezitiert wurde, der war ja nicht so gehaltvoll mit dir und so. Ne? Aber das sind natürlich, also mit dir ist einfach ein toller Text. Den kann man auch 15 Jahre später. Den singt Jan ohne Quatsch die ganze aber was Zeit ist jetzt, wirklich aber, ehrlich. Das glaube ich. Aber das war ja jetzt so ein Schlager. Nein, das ist aber, ne, das nach ist, euren Kriterien. Nein, aber das ist, was ist jetzt an den neuen Schlagern nicht so gut schlageresk getextet wie an den alten Schlagern? Ich habe da gar keinen Vorwurf an dich. Absolut nicht. Wirklich aber, nicht. Aber Charlotte, was ist jetzt weniger Schlager als früher? Wie ich dir in den Rücken fallen, aber ist leider schon. Wirklich, Jan, fick dich ins Knie. Ehrlich. Du schwitzt ja total. Weil ich eine Anzugjacke an habe und du hast nicht meine Unterhose drunter. Aber jetzt würde ich mal gerne wissen, was du zu unserer Musik sagst, wenn du jetzt den Max Herre schon so fertig machst. Ich kenne deine Musik nur vom Bundesvision Song Contest und sonst gar nicht. Okay, tschüss. Oh. Nein, aber ist ja interessant. Mann, hast du noch also, was zu sagen? Welche, also um was geht's genau? Diese ganze Sendung tut mir total leid. Das Ding ist, Jan, wir wollten diese Sendung machen. Ist es deine Meinung? Also ist deine Meinung oder hast du was? Wir bereiten uns, wir hören keine Platten. Das ist doch das Ziel der Sendung, dass wir keine Promo-Gespräche führen. Also wo ich herkomme, haben wir immer total schleimige. Aber das muss ja gar nicht sein. Du kannst es ja trotzdem hören. Die Frage ist also, du kannst ja trotzdem hören und trotzdem interessante Fragen stellen. Was mich interessiert, ihr formuliert eine Frage und werft die so in den Raum und guckt, ob jemand anbeißt oder nicht. Ist es das? Ist das das Konzept der Sendung? Also ein Konzept. Es gibt ja also das ist ja nicht mehrere das bis Einzige. Das ist ja nicht nein, das aber, Einzige. Aber okay, also man soll sozusagen man haut ein paar Sachen raus und guckt, antworten. Was passiert. Doch klar, man kann auch ernsthaft antworten. Natürlich, wenn es einem wichtig ist, antworten viele sehr ernst in der Sendung. Okay. Ja, ich finde das Konzept scheiße. Ja, ich finde auch, man kann sich vorbereiten und trotzdem gesagt? Gute das Fragen stellen. Das Konzept scheiße, ich finde. Ja, was habe ich gesagt? Man kann diese Sendung nicht, noch nicht mal, wenn man dabei ist, kann man sie noch nicht mal ertragen. Lass uns. Charlotte. Ja, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Lass uns. Dann würde ich sagen, wir spulen einmal bitte jetzt zurück. Ich bleibe nicht länger als nötig. Lass uns bitte einmal jetzt zurückspulen. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Wir spulen jetzt einmal zurück. Ja. Geh doch mal kurz auf Toilette. Ja. Ist das jetzt hier cut-mäßig, ne? Also draußen ist es spannend. Marc Benecke, wie war das eigentlich, als Sie Hitlers Schädel angefasst haben? Und wo ist eigentlich der Mörder von Uwe Barsch? Ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet, zum einen auf Ihre Tätigkeit in der Partei, die Partei. Du wolltest gerade sagen, du hast ja auch einen grauen Polyesteranzug an. Ja, ich habe extra deswegen meinen grauen Polyesteranzug angezogen. Unser Parteianzug. Ja. Also das finde ich sehr sympathisch und weil ich, ich bin zwar nicht Mitglied Ihrer Partei, aber ich unterstütze Sie von ferne, ja, weil ich Sonneborn nicht über den Weg traue, Ihren Parteivorsitzenden. Natürlich. Ekeln Sie sich nicht, also vor dem politischen Arbeiten? Doch, die politische Arbeit ist oft ekelig, aber wir versuchen sie dann etwas spritziger zu machen. Wir waren zum Beispiel gerade vor dem Bundestag. Ist nicht so interessant. Weil Charlotte. Biologen Dr. Marc Benecke, häufig mit Eva Hitler geborene Braun. Kein Wunder, haben doch beide dem Führer die morsche Gefreitenrübe gekrault. Allerdings Eva Hitler von außen, Dr. Marc Benecke von innen. Der international angesehene Forensiker untersuchte gemeinsam mit dem russischen Geheimdienst FSB nicht nur die Schädeldecke des Braunauer Geopolitik-Genies, sondern fingerte mit seinen tätowierten Griffeln auch dort herum, wo sonst nur Großdeutschlands allererste Rufensdame ihre arische Zunge zur zärtlichen Einleitung des Herrenrassenerhaltungsaktes hineinschieben durfte, in den Mundraum des größten Feldherrn aller Zeiten. In dem 1945 übrigens mehr Brücken zu finden waren als am Rhein. Der sympathische Verwesungsfreak Dr. Marc Benecke ist Experte für Leichen und Insekten, die Leichen essen und auf ihnen ihre Eier legen. Deutschlands einziger vereidigter Gutachter für dieses Spezialgebiet löste mit seiner wissenschaftlichen Arbeit spektakuläre Kriminalfälle. Nebenbei ist die promovierte Media-Whore Benecke Bestseller-Autorin, Aktivistin bei der Partei Die Partei und Kolumnist bei Radio 1.
Eine Fachfrage zum Schluss an Sie, Herr Doktor. Wenn mir beim Wasserlassen ein Würmchen aus Richtung Urinal entgegenschielt, wie lange bin ich dann eigentlich schon tot? Es ist ein bisschen witzig zum Schluss geworden. Ich möchte an diese Mats zwei Fragen an Dr. Marc Benecke anschließen. Die erste Frage. Weil wir es dazwischen fragen. Ja, gerne. Wie lange dauert es, bis Insekten den Tod eines Menschen feststellen? Ja, das geht wirklich schnell. Also wir haben jedes Jahr legen wir Schweine raus mit den Studenten, tote Schweine, die gestorben sind in der Zuchtanstalt, ja, also natürlichen Tod. Und die kommen wirklich sofort. Das ist ganz verrückt. Wir fragen uns immer, wo die sitzen. Und dann haben wir mal die Gegend durchkämmt. Die sitzen unter Blättern, in Hausspalten, überall sitzen die Schmeißfliegen. Also woher riechen das? Die riechen das. Und manchmal sehen sie es auch, ja. Also das ist echt verblüffend. Ich glaube, es gibt keinen, der das weiß. Halbe Stunde, Stunde. Nee, die können auch teilweise, also jetzt in Rom, denke ich mal, bei schönem Wetter so jetzt, können die auch noch 10 Minuten schon da sein. Manchmal denken wir auch, sie probieren es einfach aus. Also bei normalen Menschen fliegen sie dann einfach wieder weg. Und wenn jemand tot ist, gehen sie. Bei mir ist das Problem die Ameisen. Also wenn ich in der Hängematte liege, denke ich mir immer, wenn ich sterbe jetzt, dann kommen die Ameisen. Da haben Sie aber recht, die Ameisen erzeugen aber ein ganz anderes Muster. Die Ameisen erzeugen so ein landkartenartiges Muster. Das sieht eigentlich schöner aus. Also die Fliegen legen die Eier in Augen, Nase, Ohren und Mund, dann ist das Gesicht zerfressen. Aber wenn so eine Landkarte ist, ja eigentlich was Hübsches. Ja, fänden Sie das denn nicht so gut, wenn die Ameisen dann kommen? Also wenn sie dann gestorben wären, weil ist ja egal, man merkt es ja nicht mehr. Nein, das ist nicht mein Problem. Ach so. Sondern ich wollte nur wissen, wie schnell die kommen. Ah. Ja, und die Ameisen sind ja schon da scheinbar. Also die. Ja. Die warten schon. So. Die andere Frage beantworten Sie nicht, ne? Lieber nicht. Die ist genügend beantwortet und darüber habe ich geschrieben. Dann frage jetzt mal Herrn Dr. Benecke. Zum einen, wer hat Uwe Barschel umgebracht? Und zum anderen, wie fühlt sich Hitlers Kopf an? Wissen das die jungen Zuschauer überhaupt noch, wer Uwe das Barschel, ist? Hitler und Uwe Barschel? Beide, ja. Die waren, glaube ich, zusammen, doch, haben irgendwas zusammen gemacht. Hitler und Uwe Barschel waren, glaube ich, in einer Klasse. In einer Band. Welches Zimmer? 234. 213. Wie peinlich ist das denn? Keiner der beiden hat recht. Uwe Barschel lag in der Badewanne von Zimmer 827, nicht 234, nicht 213. Er lag in Zimmer 317. Zimmer 317. Und er starb an gebrochenem Herzen. Was ich mich seit 20 Jahren schon frage, ist, wer ist eigentlich dieser geheimnisvolle Roloff, den Barschel in Genf treffen wollte? Der Uwe Barschel, der war ja bei uns auch mal in der Sendung und hat ja damals wirklich keiner denken können, dass er irgendwann mal stirbt. Der war privat übrigens sehr, sehr nett. Wann ist der Quatsch hier eigentlich zu Ende? Hoffentlich bald. 213. Damn, aber ganz knapp, gilt. Was würde Nasti jetzt sagen? Drin. Aus! Oh. Ist da nicht gerade was Neues rausgekommen? Uwe Barschel lebt noch, ist rausgekommen. Er ist jetzt in Mexiko. Mit Tupac. Mit Tupac. Durch irgendwelche neuen Ermittlungsmethoden ist doch irgendwas Neues rausgekommen. Ja, es gäbe eine schöne Methode, wo hier diese Flasche steht. Wie wahrscheinlich die Älteren jetzt wissen, stand ja eine Flasche im Zimmer von Uwe Barschel. Und wir haben ja auch schon eine Vermutung, wo diese Flasche ist. Und das wäre ganz interessant, die Fingerabdrücke und die Giftstoffe, die möglicherweise in der Flasche sind und so weiter, sich mal anzugucken. Da sieht man mal wieder, wenn man die Spur hätte, wüsste man mehr. Die Flasche ist weg, ne? Die ist verschwunden. Die Flasche ist, ja, will ich jetzt nicht sagen, sonst verklagt mich wieder einer. Sie wissen, wo die... Ja, sagen Sie mal, wo ist die Flasche? Nein! Wer lacht da? Ist da ein Mitarbeiter dieser Firma hier, zufällig, um die es gerade ging? Mehr darf man nicht verraten. Mehr darf nicht verraten. Das Problem ist, es gibt halt viele Lippenleser, die unsere Sendung gucken. Ist nicht so schön. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Geht das auch bei Rappern? Können die auch bei Rappern die Lippen lesen? Kruder Dorfmeister habe ich gehört. Kruder und Dorfmeister. Die stehen bei Kruder und Dorfmeister im Schrank. Was haben Sie denn da für Tiere mit, bitte? Ach, hier sind Tiere. Hier sind meine beiden. Können Sie vielleicht in die Mitte legen? Da sieht man die. Ja, selbstverständlich. Die Jennifer und ich, wir haben die schon voll lieb. Super süß. Ja. Das sind zwei Fauchschaben, ein Männchen und ein Weibchen. Damit Fauchschaben? Ja, die können fauchen und das sind meine Haustiere. Und die Männchen sind die mit den Hörnern, habe ich gehört. Cockroach und Böhmermann. Max Herre stöhnt schon. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Sehr, ich war ganz lange ausgedacht. Ne? Sind die denn teuer? Oder dürfte ich jetzt einfach so bam ein? Der Wert des Lebens hängt nicht davon ab, wie viel das in Geld bemisst, sondern wie lieb man Tiere hat und wie sehr man die Schöpfung schätzt. Also hast du diese Dinger denn lieb oder dürfte ich einen jetzt nur für die Show kaputt haben? Nein. Ich habe die sehr lieb, aber das ist für dein Karma hat dich dann nicht mehr lieb und deswegen ist. Hat Jan alle Vorstellungsfilme weil Charlotte zu viel Ibuprofen genommen das ist, hat und nicht in die Pötte kam. Übrigens. Bist du sicher, dass es Ibuprofen war? Ja, genau. Ja, also habt ihr so wie Geschwister-Eifersucht? Total, ja. Natürlich total. Absolute Konkurrenz. Seid ihr Geschwister? Wir sind Geschwister. Deswegen macht der Sex so viel Spaß. Ah, verstehe.
Hier ist der Vorstellungsfilm von der anderen Frau am Tisch. So ein bisschen auch für die Regie, dass sie denken, oh fuck, wer? Mit Mieze, der Sängerin von Mia, teilt die volltätowierte Piercing-Braut Jennifer Weist das Schicksal, dass der Name der Band, der sie als Sängerin vorsteht, fälschlicherweise für ihren eigenen gehalten wird. Jennifer Weist heißt aber Jennifer Weist und nicht Jennifer Rostock. Jennifer Rostock heißt ihre Band, eine Fräulein Wunder Deutschpunk-Gruppe aus der DDR, mit deren größten Hit »Du willst mir an die Wäsche« sie es 2009 sogar bis zur GZSZ geschafft hat. Und nein, die 25-jährige schuhvernarrte Jennifer Rostock-Sängerin Jennifer Weist kommt nicht aus Rostock, sondern von Usedom. Genau, jener deutsch-polnischen Ostseeinsel, die 2012 bundesweit traurige Berühmtheit durch die Beherbergung des ganz klar menschenrechtswidrigen ZDF-EM-Studios mit Katrin Müller-Reichsparteitag und Oliver Wiesenhof-Brutzler erlangt hat. Mit ihrem Hund Whisky lebt die Exil-Zinnowitzer Sechskanone Jennifer Weist zum Glück heute in, wo sonst, Berlin. Sie war schon bei Lanz und im ZDF-Fernsehgarten. Jennifer Weist ist demnach demoralisiert genug, um sich sogar in die drittversauteste Titteneier-Kotze-Balla-Balla-Sendung des ZDF nach Aspekte und Mona Lisa zu setzen. Hallo bei Rocher und Böhnerna, Jenny. Bei diesem ganzen Udo Lindenberg-Featuring-Gedöns mitgemacht. Wie ist denn der Moment, wenn man da angerufen wird und angefragt? Wie war das bei dir? Nee, Udo hat mir ja eine SMS geschrieben, das ist das Lustige. Ihr seid per Du. Der hat natürlich deine Handynummer. Ja. Angeber. Nee, wirklich, das ist wirklich so. Wir schreiben uns wirklich öfter mal SMS. Wenn er zum Beispiel schreibt, ey Jenny, geile Platte geworden, hier wieder Platin und so. Das schreibt er auch in der SMS, so wie er spricht. Ich kann dir das zeigen. Ich habe mein Handy dabei, ich kann dir das zeigen. Ich sage, ne, warte, pass auf. Warte, dauert kurz. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht in der Zwischenzeit. Da muss ich nur oben mal Udo eingeben und dann. Du, Carlos, dann geht das schon. Ich war auch in dieser, ich war da auch bei Unplugged. Ich habe auch ganz viele SMS. Ich habe sogar schon mit ihm gesprochen, da gab es noch keine Handys. Und ich danke dir, unser Song ist geil. Keine Handys. Nein. Es geht ja. Also, das Phänomen ist ja Distanzlosigkeit. Ich habe mich noch nie geschämt. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, genau so habe ich mich gefühlt, als du Brit fertig gemacht hast, wenn man sagt irgendwas. Aber es traf den total Falschen. Ja, ich wollte den ja gar nicht fertig machen, sondern ich wollte einfach nur, das ist halt ja auch, wie ernst er das dann genommen hat. Ich fühle mich total richtig schlecht. Warum? Aber ich denke, das ist die Idee der Sendung, dass man alles sozusagen offenlegt, wie wir das machen, was wir finden. Ja, das ist richtig, aber ich finde die Grenzen... Kann man dann nicht auch schlechte Situationen aushalten? Aber ich finde, man muss dann eben das Gespür dafür haben, dass es dann eben den Richtigen trifft. Und ich finde, mit Max Herre hat es nicht den Richtigen getroffen. Ja. Aber jetzt mal, ich will ja jetzt nicht Max Herre mit Britt Hagedorn vergleichen, aber wenn du jemanden fertig machst, ob die das verdient hat oder nicht, dann denke ich, hatte auch ein Mitleid mit der. Aber Musik ist total subjektiv und, das, was Britt nicht gut macht, ist nicht subjektiv und das ist der Unterschied. Ich habe auf jeden Fall Schiss, jetzt aufzustehen und zu gehen. Ich will nicht da hinten zu den Gästen zurück, weil ich das erste Mal das Gefühl habe, das tut mir richtig leid. Aber ich denke, wir machen keine Sendung, wo alle nachher sagen, ah ja, toll, danke, tschüss. Ich finde das ja auch mit den Texten. Dass die mir persönlich nicht mehr so gut gefallen wie früher. So. Aber man muss das auch nicht so ernst nehmen. Wenn jemand zu mir irgendwas Negatives über meine Bücher sagt, dann fange ich auch nicht sofort an zu heulen und sage, du hast das nicht gelesen und so. Nee, aber er hat das total sich alle nicht vor. Er hat ja nicht geheult. Er war ja dabei nicht. Das war alles total nett. Total ernst. Man kann es auch locker nehmen und lustig antworten. Dann ist die Situation viel leichter.
Ja. Ja, schön. Dann hoffe ich mal, dass der jetzt schon nicht mehr da ist. Ja. Ja, Sie sehen, zwei blinde Hühner finden manchmal auch ein Korn. Und nächste Woche in der Apotheken... Mein Abitur haben sich jetzt hier verbrüdert. Furchtbar. Hier ist erstmal, bevor wir weiter dumme Fragen stellen, der Einspielerfilm von diesem gepiersten... Doktor. Doktor Piers. Monster neben mir. Laien verwechseln den 42-jährigen Star-Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke häufig mit Eva Hitler, geborene Braun. Kein Wunder, haben doch beide dem Führer die morsche Gefreitenrübe gekrault. Allerdings Eva Hitler von außen, Dr. Mark Benecke von innen. Der international angesehene Forensiker untersuchte gemeinsam mit dem russischen Geheimdienst FSB nicht nur die Schädeldecke des Braunauer Geopolitik-Genies, sondern fingerte mit seinen tätowierten Griffeln auch dort herum, wo sonst nur Großdeutschlands allererste Rubensdame ihre arische Zunge zur zärtlichen Einleitung des Herrenrassenerhaltungsaktes hineinschieben durfte, in den Mundraum des größten Feldherrn aller Zeiten. In dem 1945 übrigens mehr Brücken zu finden waren als am Rhein. Der sympathische Verwesungsfreak Dr. Mark Benecke ist Experte für Leichen und Insekten, die Leichen essen und auf ihnen ihre Eier legen. Deutschlands einziger vereidigter Gutachter für dieses Spezialgebiet löste mit seiner wissenschaftlichen Arbeit spektakuläre Kriminalfälle. Nebenbei ist die promovierte Media-Whore Benecke Bestseller-Autorin, Aktivistin bei der Partei Die Partei und Kolumnist bei Radio 1. Eine Fachfrage zum Schluss an Sie, Herr Doktor. Wenn mir beim Wasserlassen ein Würmchen aus Richtung Urinal entgegenschielt, wie lange bin ich dann eigentlich schon tot? Es ist ein bisschen witzig zum Schluss geworden. Ich möchte an diese Mats zwei Fragen an Dr. Mark Benecke anschließen. Die erste Frage. Weil wir es dazwischen fragen. Ja, gerne. Wie lange dauert es, bis Insekten den Tod eines Menschen feststellen? Ja, das geht wirklich schnell. Also wir haben jedes Jahr legen wir Schweine raus mit den Studenten, tote Schweine, die gestorben sind in der Zuchtanstalt, ja, also natürlichen Tod. Und die kommen wirklich sofort. Das ist ganz verrückt. Wir fragen uns immer, wo die sitzen. Und dann haben wir mal die Gegend durchkämmt. Die sitzen unter Blättern, in Hausspalten, überall sitzen die Schmeißlinge. Also woher riechen das? Die riechen das. Und manchmal sehen sie es auch, ja. Also das ist echt verblüffend. Ich glaube, es gibt keinen, der das weiß. Halbe Stunde, Stunde. Nee, die können auch teilweise, also jetzt in Rom, denke ich mal, bei schönem Wetter so jetzt, können die auch nach 10 Minuten schon da sein. Manchmal denken wir auch, sie probieren es einfach aus. Also bei normalen Menschen fliegen sie dann einfach wieder weg. Und wenn jemand tot ist, gehen sie. Bei mir ist das Problem die Ameisen. Also wenn ich in der Hängematte liege, denke ich mir immer, wenn ich sterbe jetzt, dann kommen die Ameisen. Da haben Sie aber recht. Die Ameisen erzeugen aber ein ganz anderes Muster. Die Ameisen erzeugen so ein landkartenartiges Muster. Das sieht eigentlich schöner aus. Also die Fliegen legen die Eier in Augen, Nase, Ohren und Mund, dann ist das Gesicht zerfressen. Du erkennst du Wolke-Sehende-Text. So also den hast du da gehört gestern. Genau. Und das mochtest du nicht so. Nee, aber ich meine, du musst ja nicht Texte schreiben, die mir gefallen. Wie soll das denn gehen? Weil du ja die Frage stellst. Du beurteilst es ja und stellst mir die Frage. Ich finde das total subjektiv und ich finde, wir haben da vorher drüber geredet und ich teile nicht die Meinung. Ich glaube auch nicht, dass man das so... Ich finde das aus Fansicht, weil der Fan ist ja konservativ. Also Charlotte ist ein Fan und die ist enttäuscht. Die sagen immer früher. Das stimmt auch. Und welcher Text hat dir da so gut gefallen? Der da rezitiert wurde, der war ja nicht so gehaltvoll mit dir und so. Aber das sind natürlich, also mit dir ist einfach ein toller Text, den kann man auch 15 Jahre später... Den singt Jan, ohne Quatsch, die ganze aber was Zeit, ist jetzt, wirklich aber, ehrlich. Das glaube ich, aber das war ja jetzt so ein Schlager. Nein, das ist aber, nach das euren ist, Kriterien. Nein, aber das was ist jetzt an den neuen Schlagern nicht so gut schlageresk getextet wie an den alten Schlagern? Ich habe da gar keinen Vorwurf an dich, absolut nicht, wirklich aber, nicht. Aber Charlotte, was ist jetzt weniger Schlager als früher? Wie mies, wie ich dir in den Rücken fallen, aber ist leider so. Wirklich, Jan, fick dich ins Knie, ehrlich. Du schwitzt total. Ja, weil ich eine Anzugjacke anhab und du hast nicht mal aber jetzt würde ich mal gerne wissen, was du zu unserer Musik sagst, wenn du jetzt den Max Herre schon so fertig machst. Ich kenne deine Musik nur vom Bundesvision Song Contest und sonst gar nicht. Okay, tschüss. Oh,
ein. Aber ist ja interessant. Hast du noch also, was zu welche, also um was geht's genau? Diese ganze Sendung tut mir total leid. Das Ding ist, Jan, oh wir wollten diese Sendung machen. Ist deine Meinung? Also ist deine Meinung oder hast du was? Wir bereiten uns, besprochen? Wir hören keine Platten. Das ist doch das Ziel der Sendung, Beispiel, dass wir keine Promo-Gespräche führen. Also wo also ich herkomme, haben so wir immer Frage total schleimige. Aber das muss ja gar nicht sein. Du kannst es ja trotzdem hören. Und das Frage. Hast du nee, die Frage ist also, du kannst ja trotzdem hören und trotzdem interessante Fragen stellen. Was mich interessiert, ihr formuliert eine Frage und werft die so in den Raum und guckt, ob jemand anbeißt oder nicht. Ist es das? Ist das das Konzept der Sendung? Also ein Konzept. Es gibt ja also das ist ja nicht mehrere das Einzige. Das ist ja nicht nein, das aber, Einzige. Aber okay, also man soll sozusagen man haut ein paar Sachen raus und guckt, antworten. Was passiert. Doch klar, man kann auch ernsthaft antworten. Natürlich, wenn es einem wichtig ist, antworten viele sehr ernst in der Sendung. Okay. Ja, ich finde das Konzept scheiße. Ja, ich finde auch, man kann sich vorbereiten und trotzdem gute Fragen stellen. Ja, was habe ich gesagt? Man kann diese Sendung nicht, noch nicht mal, wenn man dabei ist, kann man sie noch nicht mal ertragen. Lass uns. Charlotte. Ja, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Lass uns. Dann würde ich sagen, wir spulen einmal bitte jetzt zurück. Ich bleibe nicht länger als nötig. Lass uns bitte einmal jetzt zurückspulen. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Wir spulen jetzt einmal zurück. Ja. Geh doch mal kurz auf Toilette. Ja. Ist das jetzt hier cut-mäßig, ne? Also draußen ist es spannend. Marc Benecke, wie war das eigentlich, als Sie Hitlers Schädel angefasst haben? Und wo ist eigentlich der Mörder von Uwe Barsch? Ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet, zum einen auf Ihre Tätigkeit in der Partei. Die muss mit Toten und den Lebewesen, die auf Ihnen herumkrabbeln und ist deswegen vorzüglich geeignet, um heute unsere Runde fast zu komplettieren. Der Leichenforscher, forensische Leichenaufschnibbler und Insektenexperte. Jetzt halt doch mal die Fresse. Ja, ist okay. Das ist Disrespekt gegenüber Marc Knopf Benecke. Knopf drücken. Dr. Marc Benecke. Also sind doch eh schon viel zu viele Leute am Tisch. Ich meine, muss dieser Quatsch mit diesen Rheinfahr-Promis jetzt wirklich auch noch sein? Also er ist Autor von Hunderten von Büchern, Schauspieler in Tausenden von Filmen, mein großes Vorbild in jedem Lebensbereich und Lebemann, Peter Berling. Sehr aufgeregte Stimmung, auch schon Backstage, ne? Alle sind aufgeregt. Die meisten sind eigentlich tätowiert. Ferris ist tätowiert, Dr. Marc Benecke ist Jennifer. Bist du tätowiert, Max? Gar nichts? Sag ich nicht. Also Max ist tätowiert. Hat er mir vorhin schon im Auto gezeigt. Alles was denn? So ein Tweety in der Leiste oder was hast du? Nee, so einen durchsichtigen Bären. Panda-Bär. Ein Panda-Bär. Der ist so ein Teufelchen, der hat so ein ausgewaschenes Teufelchen auf der Schulter, habe ich gesehen. Und Herr Berling, sind Sie tätowiert? Überhaupt nicht. Bist du denn tätowiert, Jan? Herr Berling und ich sind die Einzigen, die nicht tätowiert sind. Ja. Du auch, oder was? Ja, ich bin auch tätowiert, aber weil ihr so viele Tätowierungen... Wir sollten unten rum sagen. Habt also ihr eine ich bin nicht tätowiert. Du wärst auf jeden Fall gut für so einen Arschgeweih. Ich habe es extra abgedeckt, damit wir nicht zu viele Tätowierungen haben. So, ein bisschen viel. Mit sehr vielen körperlichen Menschen. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, sich zu Hause sagen, so schön wie die Gäste bei Rusch und Böhmermann und wie die Moderatoren, sind wir alle mal. Es gibt eine Möglichkeit, in dieser Runde teilzunehmen bzw. bei uns mitzumachen, wenn Sie schön sind und einen Screentest aufnehmen. Das ist dann ein Filmchen, der ungefähr so aussieht. Wenn Sie also einen Screentest von sich aufnehmen, also eine Minute lang vor der Kamera sitzen, nichts machen und das einschicken an uns, an die Adresse zdf@roschundböhmermann.de, dann suchen wir den Schönsten aus und dann darf derjenige hier irgendwas machen. Im Purzelbaum sich nackt ausziehen oder sich tätowieren lassen vielleicht. Ja, hat ist man das jetzt vernünftig erklärt mit diesen Screentests, dass man sich einfach schwarz-weiß filmt oder auch in bunt und wir machen das Ton? Dann schwarz-weiß. Hat man das verstanden? Ja, hat man verstanden. Ja. Du redest aber stimmt so die Adresse? Schnell. Die Adresse ist doch gefaked. zdf@roschundböhmermann.de. Aber keiner weiß, wie Rosch geschrieben wird. Wie man spricht. R-O-S-C-H. Es ist eingeblendet. Es ist jetzt hier eingeblendet. Hier. Herr Berling, Sie machen schon ganz lustige Gesichter. Immer wenn der Jan Böhmermann spricht, gucken Sie so. Warum? Wie? Ich bin alles völlig ungewohnt für mich. Ja, ne? Ja. Vor allem, ich bin so ganz ruhige Atmosphären gewöhnt. Ich rutsche mal kurz das Mikrofon näher an. Ja, das will nicht näher. Nein. Ich will nicht näher. Geh nicht. Ich muss näher.